Herzlich willkommen zum heutigen Teach-In von Noah zu Klimakrise und Marxismus. Ich stelle kurz das Projekt vor und dann übergebe ich. Und dann lese ich noch kurz vor, worum es geht bei diesem Teach-In, und dann übergebe ich an Noah. Also die Platypus Affiliate Society organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge wie diesen hier, Forschung und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der alten, neuen und postpolitischen Linken und der Möglichkeit für emanzipatorische Politik heute. Wir haben mittwochs abends einen Lesekreis, beziehungsweise bis zu dieser Woche hatten wir zwei, einen englischsprachigen und einen deutschsprachigen. Der deutschsprachige geht noch weiter, nächste Woche mit der Sitzung zu 1848. Genau, was ist Marxismus, was ist die Linke? Dann haben wir Teach-Ins, die wir jetzt jede Woche veranstaltet haben. Wir haben eine Coffee Break, die heute um 17 Uhr war zum Beispiel, also jeden Donnerstag. Jeder dritte Freitag im Monat ist eine Pub Night. Und Ende Januar ist diese Konferenz, What is Left 100 Years After Lenin. 3 Tage Programm mit Teach-Ins und Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen, unter anderem The Legacy of Lenin, Building a Marxist Mass Party Anew und ein deutsches Podium zu... Oh, das hat sich geändert. Krise im sozialistischen Lager, Antirevisionismus und Revisionismus. Das, ja. Genau, es gibt eine Webseite, wo man genau diese Themen und auch die Beschreibungen zu diesen Podiumsdiskussionen finden kann. Ich denke, so viel dazu. Ich lese jetzt noch eben kurz vor, worum es heute geht. Wir haben hier noch die Platypus Review, ja, unser Publikationsorgan. Man sich gerne ein Exemplar mit nach Hause nehmen. Ja. Ja, ich muss gerade den Vorstellungstext finden. Ich habe ihn auch hier, ich kann ihn auch vorlesen. Dann liest du ihn selbst vor. Kann die Klimakrise innerhalb des Kapitalismus gelöst werden? Braucht es grünes Wachstum, Degrowth oder eine sozialistische Revolution? Liegt in der Zuspitzung der Klimakrise gar eine Chance für emanzipative Politik? Wie verändert der aktuelle Kontext der Klimakrise die historische Aufgabe der Linken? Und wie haben die Epoche der Aufklärung sowie der historische Marxismus das Verhältnis von Mensch und Natur adressiert? Ich hab mir gedacht, dass ich einmal in die Runde frage, was ihr vielleicht so für Erwartungen habt, was euch irgendwie so angesprochen hat in Bezug auf dieses Vortragsthema, ob ihr irgendwelche Fragen habt, vielleicht auch von diesen Fragen, die euch irgendwie besonders interessieren, oder sonst irgendwelche Gedanken dazu. Einfach frei raus. Ja, also ich finde es spannend, oder hätte mich interessiert, wie du das mit Marxismus verbindest, insofern, dass ich mir manchmal nicht sicher bin, zum Beispiel gerade bei Texten von Engels oder so, klingt es schon so sehr, dass man davon ausgeht, dass im Prinzip all die kapitalistische Entwicklung erst einmal gut sind so an sich und dann übernommen werden können. Also alle die Prozesse, wo große Produktion durch das Kapital oder durch das Kapitalverhältnis entsteht, die Vergesellschaftung der Arbeit, die Konzentration des Kapitals, quasi ist erstmal alles positiv. Und zu seiner Zeit war es vielleicht auch einfach tatsächlich noch so. Aber ich frage mich halt, wie das aus heutiger Perspektive irgendwie mit dem Marxismus in Beziehung steht. Und wie man da drauf schaut in einer Zeit, wo vielleicht halt ja, viele dieser Produktivkräfte schon Destruktivkräfte geworden sind. Und zum Beispiel Sachen wie, keine Ahnung, Kohlekraftwerke gar nicht so unmittelbar irgendwie übernommen werden können für einen guten Zweck, weil eigentlich die Energiequellen zum Beispiel gewechselt werden müssen. So. Ja.
Sonst noch jemand? Ja, ich glaube, ich finde es auch einfach generell spannend, so die Frage, okay, ist das irgendwie offensichtlich so, wie wir gerade wirtschaften oder überhaupt quasi, ja, das System funktioniert, geht es nicht weiter, was sind irgendwie Möglichkeiten, wo kann man auf so einer größeren politischen Ebene ansetzen, und dann fand ich spannend, wie Marxismus damit zusammenhängt oder irgendwie argumentiert. Cool, ja. Wenn sonst niemand noch was hat, würde ich sonst einfach losstarten und vielleicht noch so kurz einleitend sagen, ich glaube, so, das sind auf jeden Fall beides Fragen, auf die wir gut irgendwie noch so zu sprechen kommen können, wo der Vortrag zumindest vielleicht so Anregungen zugeben kann. Allgemein glaube ich weniger, dass ich irgendwie so, dass, also ich denke, der Vortragstitel ist vielleicht irreführend, weil er so suggeriert, dass ich irgendwie jetzt so was Definitives zur marxistischen Linie zu dem Thema sagen könnte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann besser Fragen aufwerfen, die wir vielleicht dann auch in der Diskussion vertiefen können. Tendenziell, die auch im Lesekreis immer wieder adressiert werden können und in Coffee Breaks. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so summarisch irgendwie was Abschließendes dazu sagen kann. Und allgemein glaube ich, dass es so ein bisschen problematisch ist, dass Marxismus heute oft irgendwie verstanden wird als so ein Tool, das einem schlauere Takes einfach so ermöglicht. Es gibt irgendwie sowas wie bürgerliche Wissenschaften, dann kommt so der Marxismus um die Ecke und hat irgendwie so die etwas schlauere Antwort irgendwie zu den gleichen Themen. Ich würde sagen, dass der Marxismus sich selber eher begriffen hat als die theoretische und praktische Kritik der Arbeiterbewegung für den Sozialismus. Und dass es in Abwesenheit von eben dieser Bewegung sehr unklar ist, was Marxismus überhaupt sein kann oder bedeuten soll. Und glaubt, dass es trotzdem sinnvoll ist, die Frage so zu stellen, wie ich das in dem Vortragstitel tue. Aber mehr, um vielleicht auch so auf etwas hinzuweisen, was eben nicht mehr da ist. Und dass ich glaube, dass dadurch auch so ein bisschen das Problem von Politik insgesamt heute auch geschärft werden kann. Und ich möchte nochmal betonen, dass ich glaube, dass ich vor allem mir wünsche, dass wir irgendwie über diese Sachen gleich irgendwie nochmal diskutieren, und möchte dazu einfach irgendwie anregen und freue mich auf jede Rückmeldung, Kritik, Nachfragen. Ja, ich habe größere Teile recht polemisch gehalten, aber wie gesagt, nicht unbedingt, weil ich irgendwie die tollen Antworten habe, sondern gerade um irgendwie auch so Fragen und Diskussionen halt so zu provozieren. Ja. Und eigentlich hatte ich eine PowerPoint-Präsentation, weil es ein paar längere Zitate gibt und das angenehmer ist, die mitzulesen. Deshalb, es hat leider nicht geklappt aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Deswegen ist erhöhte Konzentration gefordert. Ich hoffe, das passt trotzdem. Auf einer von Platypus in Frankfurt im November letzten Jahres veranstalteten Podiumsdiskussion zum Thema Klimakrise und die Linke stellte ein Vertreter der Organisation Students for Future klar: Die Bedrohungen und die kommenden Veränderungen sind nichts, worüber man diskutieren kann. Das sind klare Verhältnisse und naturwissenschaftliche Abläufe, die eintreten. Wir können über den Klimawandel nicht diskutieren, wir können aber über Systeme diskutieren. Der zitierte Sprecher brachte damit einen weit verbreiteten linken Konsens auf den Punkt. Auch die anderen auf dem Podium vertretenen Sprecher der Ökosozialisten von Klima und Klasse sowie der trotzkistischen Organisation Klasse gegen Klasse schienen diesen grundlegenden Ausgangspunkt zu teilen. Im Folgenden möchte ich meine Hypothese begründen, dass der historische Marxismus nicht von der Existenz objektiv und unabhängig existierender Fakten ausgegangen ist, zu denen sich dann auf diese oder jene Art praktisch verhalten werden könnte. Vielmehr wurden Fakten als Momente eines Prozesses gefasst, in dessen Zuge sich das gesellschaftliche Sein oder die objektive Wirklichkeit und das gesellschaftliche Bewusstsein gegenseitig durchdringen, wobei beide durch Praxis miteinander vermittelt sind. Lenin sagte einmal, man muss immer danach streben, so radikal zu sein wie die Wirklichkeit selbst. Das hieß gerade nicht, die vermeintlichen Faktizitäten hinzunehmen und eine Politik der Sachzwänge zu verfolgen. Im Gegenteil hieß es, sich auf die Höhe der historischen Aufgabe zu begeben, die in Geschichte selbst verborgenen Potenziale aufzudecken und zu verwirklichen.
die objektiven Fakten sind als gewaltsam isolierte Momente eines Prozesses eben nicht nur objektiv und müssen mit dem konfrontiert werden, was sie nicht enthalten. Die Faktizität eines Objekts, also das, was ist, ist das Unwahre, eine Abstraktion nämlich von den Bedingungen seiner Möglichkeit, sich zu transformieren. So wie der Same allein unter Nichtberücksichtigung seiner Möglichkeit zu einem kraftvollen Baum heranzuwachsen, eine Erscheinungsform ist, die das ihm Wesentliche verschleiert. Marxistische Kritik hieß einmal, ein Objekt weder einseitig zu affirmieren, noch es abzulehnen, sondern seine inneren Widersprüche zu entwickeln, um das Potenzial seines zu etwas anderem Werdens aufzuzeigen. In diesem Sinne war der Marxismus ein kritisches, aber kein antikapitalistisches Projekt. Der Geist der Aufklärung, der die historischen sozialistischen Bewegungen beflügelte, erscheint uns retrospektiv extrem optimistisch. Denker wie Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Adam Smith und Georg Wilhelm Friedrich Hegel eröffneten die Frage von Freiheit als der kreativen Einrichtung von Gesellschaft und damit der totalen Umwälzung sämtlicher Kategorien menschlicher Existenz, der bewussten Produktion von Mensch und Natur. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellte sich der Frühsozialist Charles Fourier eine Zukunft vor, in der die Menschheit die Ozeane in Limonade verwandeln und das Klima so verändern würde, dass der Nordpol milder wäre als das Mittelmeer. Auch noch nach dem welthistorischen Scheitern emanzipatorischer Politik beharrte Theodor Adorno darauf, dass die Idee der Utopie untrennbar an die der Abschaffung des Todes geknüpft sei. Heute scheint die Linke diesen Teil ihres Erbes vergessen zu haben. Sie ist seit geraumer Zeit hinter die Radikalität der Wirklichkeit zurückgefallen. Die Linke verneint nicht nur die Möglichkeiten der Gegenwart, sondern sogar die der Vergangenheit. Nicht nur gegenüber dem Kapital, sondern auch gegenüber den Kapitalisten mag die Linke heute als eine Kraft des Konservativismus oder sogar der Reaktion erscheinen. Um ein unverblümtes Beispiel zu nennen: Während Elon Musk den Mars zivilisieren will, heißt es in der Klimabewegung der letzten Jahre unisono »There is no planet B«. Während modernes Geoengineering die planmäßige Herstellung unserer planetarischen Lebensbedingungen greifbar macht, huldigt die Linke dem Eigenwert der Natur, beklagt menschliche Hybris und träumt von einer Degrowth-Ökonomie. Und wenn Linke vom Sozialismus sprechen, meinen sie oft nicht mehr als einen autoritär intervenierenden, verteilungsgerechten Wohlfahrtsstaat wie den von Franklin D. Roosevelts New Deal-Amerika der 1930er Jahre. Während in der Epoche der Renaissance wissenschaftlicher Fortschritt als der Weg zur wahren Natur betrachtet wurde, denken wir heute umgekehrt, wir müssten Wissenschaft und Technik loswerden oder zumindest zügeln, um zur wahren Natur zurückzukehren. Weniger sei mehr. Im Gegensatz dazu hat der historische Marxismus darauf abgezielt, das volle Produktivitätspotenzial der Menschheit zu realisieren und sogar massiv auszuweiten. Der Marxismus gab sich keinen Illusionen darüber hin, dass sich unter dem Kapital die Produktions- in Destruktionsmittel verwandelt hatten. Doch hielt er an der Möglichkeit fest, aus den Mitteln der Unterdrückung die Mittel der Befreiung zu schmieden und sprach mit Wagners Parsifal: Die Wunde schließt der Speer nur, der sich schlug. Der Horizont unserer Vorstellungskraft ist in Abwesenheit einer revolutionären Bewegung aufs Kläglichste zusammengeschrumpft. Aus politischen sind moralische Fragen geworden. Statt dem einstigen Bestreben, die Wirklichkeit mit all ihren Kategorien auf unendliche, unvorhersehbare und undenkbare Weise zu transformieren, steht die bloße Möblierung des Status quo. Die grundlegenden Parameter scheinen fest und unveränderlich zu sein. Wenn das Problem des Klimawandels sowie dessen Bearbeitung von der Wissenschaft in Form von Zahlen und Tabellen adäquat behandelt werden kann, wenn es wirklich nur um Fakten und eine wissenschaftliche Lösung für ein rein wissenschaftliches Problem geht, ist es kaum begründbar, warum eine sozialistische Revolution dazu notwendig sein sollte und warum die Lösung nicht innerhalb des Kapitalismus gefunden werden könnte. Das Kapital vereint in sich sämtliche intellektuelle, praktische und technologische Kapazitäten, die die Menschheit bisher hervorbringen konnte. Wenn diese Kapazitäten unzureichend sein sollten, um die gegenwärtige Krise zu bemeistern, könnte auch der Sozialismus keine Lösung bieten. Eine sozialistische Gesellschaft kann einzig und allein aus dem Kapitalismus heraus erwachsen, sodass sie zunächst zwangsläufig dessen Probleme und Notwendigkeiten ererbt. In seinem Brief an Josef Weidemeyer bezeichnete Marx den Nachweis der historischen Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats als sein wichtigstes Verdienst. Für Marx bezeichnete die Diktatur des Proletariats die nicht zu überspringende Übergangsphase vor der vollen Entfaltung der sozialistischen Gesellschaft,
in der die Menschen erstmals beginnen, ihre Geschicke selbst zu leiten und in der sie mit denselben Aufgaben konfrontiert sind, die zuvor unter dem Kapital organisiert wurden. Der wesentliche Unterschied läge zunächst einzig darin, dass diese Aufgaben nun bewusst und durch die Gesellschaft selbst bearbeitet werden würden. Ein bewusst gewendeter Kapitalismus sozusagen. Weit verbreitet ist die Auffassung, dass der Kapitalismus sich tendenziell selbst verunmögliche, da ihm die Notwendigkeit eines unendlichen Wachstums eingeschrieben sei, während die auszubeutenden natürlichen Ressourcen nicht unendlich, sondern endlich seien. Ein solches Problemverständnis verkennt jedoch das Entscheidende. Der Kapitalismus ist nicht auf die unendliche Akkumulation physischer Ressourcen, sondern auf die Akkumulation von Wert, also quantifizierter, menschlicher Aktivität angewiesen. Zwar ist diese Aktivität durch physische Ressourcen vermittelt, jedoch nicht durch diese begrenzt. Zwar kennt die kapitalistische Produktionsweise Begrenzungen, allerdings sind diese nicht quantitativer, sondern qualitativer Art. So dient das Kapital nicht unmittelbar der Vergrößerung menschlicher Potenziale, sondern der Vergrößerung des Kapitals. Prinzipiell gibt es keine politische Maßnahme, die nicht auch im Kapitalismus realisiert werden könnte. Fatal ist die Erwartung, dass der Kapitalismus an inneren oder äußeren Limitationen ohne das Eingreifen bewusster menschlicher Tatkraft zugrunde gehen wird. Dementsprechend ging es Marxisten und Marxistinnen wie Lenin, Luxemburg und Trotzki nicht bloß um die Frage, welche politischen Maßnahmen zu ergreifen wären. Entscheidend war vielmehr die Frage, wer tut was zu welchem Zweck. Das ist irgendwie so eine Frage, die auch im Sommersemester-Lesekreis geschärft wird. Da lesen wir unter anderem Luxemburgs Sozialreform oder Revolution, wo sie diesen Punkt macht, dass auch sowas wie eine Verstaatlichung und jegliche Form von Fabrikgesetzgebung, dass das alles Normierungen der kapitalistischen Ordnung sind und kein darüber hinausgehen. Dass Verstaatlichungen zum Beispiel kapitalistischer Alltag sind, dass eben tagtäglich bankrotte Unternehmen auf Staatskosten saniert werden. Und ja, sie macht eben genau dieses Argument, dass jede Reform ist schließlich im Kapitalismus möglich. Und einen revolutionären Charakter oder einen fortschrittlichen Charakter erlangt diese Reform nur dadurch, dass eben eine politische Kraft besteht, die diese Reform als ein Werkzeug, als ein Mittel begreift, um dieses fortschrittliche Projekt eben weiterzutreiben. Nicht irgendwie schon als die Lösung, sondern letztlich auch als eine Form der Zuspitzung der revolutionären Krise. Unter den Prämissen, dass es nur darum gehe, welche Maßnahmen zu implementieren seien und dass der kapitalistische Staat in der Gegenwart die einzige politische Potenz verkörpere, scheint die Praxis von Fridays for Future oder der letzten Generation, nämlich Forderungen an eben diesen Staat zu stellen und ihn dazu zu drängen, seine Arbeit, also die Bewältigung der Krisen der Gesellschaft besser zu machen, das einzig Vernünftige zu sein. Weniger ehrlich sind selbsternannte Sozialisten und Sozialistinnen, die als hohle revolutionäre Geste die Notwendigkeit des Sozialismus proklamieren, während sie diesen zu einem bloßen Feuerlöscher degradieren, einem Mittel der Schadensbegrenzung. Umweltfragen scheinen heute rein technische Probleme auszudrücken, wie ein Mehr oder Weniger an Ressourcen, die genutzt werden, oder ein Mehr oder Weniger an Treibhausgasen, die freigesetzt werden können. Dass die Wirklichkeit als ein solches Agglomerat unveränderlicher Tatsachen und isolierter Teilbereiche erscheint, wurde einst selbst kritisch als Symptom des Kapitalismus gedeutet. Georg Lukács hat mit dem Begriff der Verdinglichung die Konstituierung subjektiver Wahrnehmung als von den historisch produzierten Gegenständlichkeitsformen abhängige problematisiert. Aber was für Lukács noch wichtiger war, die Art und Weise, in der sich das Subjekt zum Objekt verhält, verändert das Objekt. Wenn wir also den Kapitalismus nicht als das Potenzial seiner eigenen Selbstüberwindung zu fassen vermögen, dann hört er auf, dieses Potenzial zu sein. Und in diesem Sinne können wir heute nicht einmal mehr vom Kapitalismus sprechen, zumindest nicht im marxistischen Sinne. Das ist ein bisschen abstrakt formuliert, so wie Lukács das auch abstrakt formuliert. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, dass eben unsere Wahrnehmungsformen nicht einfach was Naturgegebenes sind, dass uns irgendwie die Fragen um Klima oder Umwelt einfach so erscheinen, als ging es irgendwie um dieses mehr oder weniger an Treibhausgasen, die freigesetzt werden können und so weiter und so fort, sondern dass es Gegenständlichkeitsbewusstseinsformen sind, die produziert werden von der Gesellschaft, in der wir uns befinden und in der der Kapitalismus als sowas wie ein überhistorischer Rahmen gesetzt ist. Und umgekehrt ist es halt nicht nur das Objekt, das das Subjekt produziert,
sondern auch das Subjekt, das das Objekt produziert. Also in dem Moment, in dem es eine Kraft gibt, die im Kapitalismus ein Potenzial erkennt für die Überwindung von Kapitalismus, ist der Kapitalismus was fundamental anderes, als wenn es diese Kraft nicht gibt. Und dementsprechend fehlt heute ohne diese Kraft letztlich das, was für Marx eigentlich das Entscheidende am Kapitalismus war und was für seine Definition das Entscheidende war, nämlich das Potenzial beziehungsweise der lebendige Ausdruck dieses Potenzials. Und deswegen geht es auch nicht einfach darum, dass es was ist, was jetzt wir als Individuen anders denken können und dann verändert sich irgendwie Realität, so ist es weniger gemeint, als dass eben, ja, das einen sehr klaren organisatorischen Ausdruck hatte, wo die Idee war, dass das so die Grundvoraussetzung ist, um diese Probleme überhaupt zu politischen machen zu können und sie politisch adressieren zu können. Denn weniger für seine Barbarei betrachtete Marx den Kapitalismus als etwas qualitativ Neues in der Menschheitsgeschichte. Entscheidend war vielmehr das im Kapitalismus schlummernde Potenzial, die mehr als 10.000 Jahre Barbarei zu überwinden. Dieser Grundgedanke wurde von Siegfried Krakauer festgehalten, als er schrieb, Zitat: Die kapitalistische Epoche ist eine Etappe auf dem Weg zur Entzauberung. Das dem heutigen Wirtschaftssystem zugeordnete Denken hat eine Beherrschung und Benutzung der in sich geschlossenen Natur ermöglicht, wie sie keiner früheren Zeit noch beschieden war. Entscheidend ist aber nicht, dass dieses Denken zur Ausbeutung der Natur befähigt. Wären die Menschen nur Ausbeuter der Natur, so hätte Natur über Natur gesiegt. Sondern dass es von den natürlichen Bedingungen immer unabhängiger macht und so Raum schafft für das Eingreifen der Vernunft. Zitat Ende. Also, der Punkt ist so ein bisschen, dass man sagen könnte, ja, natürlich war die Menschheitsgeschichte bisher einfach nur eine Verschärfung des Problems der Herrschaft von Menschen über Menschen und der Herrschaft von Menschen über Natur. Aber das ist eigentlich nicht das Interessante, weil es einfach nur die Reproduktion der Natur selber auf einer höheren Stufe ist, des ewigen Fressens und Gefressenwerdens, was tatsächlich neu ist. Im Kapitalismus, zumindest wenn man dem Marxismus folgen möchte, ist eben gerade das Potenzial, die Welt vernünftig einzurichten, Gesellschaft vernünftig einzurichten und auch Natur vernünftig einzurichten und eben dieses Fressen und Gefressenwerden zu überwinden. Der Kapitalismus ist die irrationale Rationalität. Er ist nicht zu rational, sondern nicht rational genug. Er ist nicht zu produktiv, sondern bei weitem nicht produktiv genug, weil er das unendliche Potenzial menschlicher Aktivität auf bloße Lohnarbeit bzw. auf bloße Wertproduktion reduziert. Als Rosa Luxemburg das Problem der Menschheit im Kapitalismus als Sozialismus oder Barbarei formulierte, brachte sie damit die Unmöglichkeit zum Ausdruck, zu einfacheren, unbeschwerten, gemütlicheren Zeiten, zu einer vorkapitalistischen Ära oder gar zur Natur zurückzukehren. Der einzige Weg ging in und durch Kapitalismus selbst hindurch. Marx und Engels fassten den Kapitalismus selbst als einen revolutionären Prozess auf. Im Kommunistischen Manifest von 1848 heißt es, Zitat: Die Bourgeoisie kann nicht existieren ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen Klassen. Zitat Ende. Also Marx und Engels sehen eben, dass die Erhaltung des Bestehenden angewiesen ist auf Dynamik und dass das statische Element des Kapitalismus gleichzeitig auf was Dynamisches angewiesen ist, auf immer neue Erneuerungen, das ist was fundamental anderes als zum Beispiel im Feudalismus. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass diese permanente Veränderung keine qualitative Veränderung ist, sondern man könnte sagen eine quantitative Veränderung, also keine Veränderung der Art, weil es immer noch die ewige Barbarei ist, weil es immer noch Vorgeschichte ist, weil es immer noch die Herrschaft von Menschen über Menschen reproduziert. Und genau deswegen, um diesen qualitativen Schritt eben zu machen, denken sie, dass eben die Frage eine politische ist, also eine, die nicht aus dem Kapitalismus selbst heraus, aus dessen Eigendynamik naturmäßig hervorgeht. Dass, wie Marx und Engels weiterschreiben, alles Ständische und Stehende verdampft,
kann einerseits als die vorzeitige Verwirklichung des Projekts von Aufklärung und Marxismus begriffen werden, die Aufhebung der Natur, die Verwandlung des uralten, immerwährenden Seins in ein sich stets aufs Neue hervorbringendes Werden. Aber andererseits bedeutet der Kapitalismus auch eine Verschärfung des Problems, da er eine verdinglichte zweite Natur hervorbringt, in der der Kapitalismus selbst als überhistorischer Rahmen gesetzt scheint. Der Kapitalismus ist die permanente Revolution, jedoch ohne bewusste Führung. Gesellschaft spielt sich heute weniger im Rahmen von Natur ab, als sich Natur im Rahmen von Gesellschaft abspielt. Natur ist selbst etwas gesellschaftlich Produziertes. So verweist zum Beispiel der Begriff des Anthropozäns darauf, dass der Mensch seit 200 bis 300 Jahren zum wichtigsten Faktor in der Formung unserer planetarischen Lebensbedingungen geworden ist. Die Menschheit hat die Reinheit und Unschuld ihrer ersten Natur bereits unumkehrbar hinter sich gelassen. Dies jedoch nur unbewusst. Fortschritt und Rückschritt sind eng miteinander verknüpft. Die Alternative heißt längst nicht mehr Natur oder Produktion des Menschen und seiner Lebensbedingungen. Es geht längst nur noch um die Produktion des Menschen wie seiner Umwelt und um die Frage, ob dies entweder auf unbewusste und chaotische oder auf bewusste und vernünftige Weise geschieht. Die Natur ist in einem fundamentalen Sinne ein Produkt der bürgerlichen Gesellschaft. Zu einem früheren Zeitpunkt wäre ein Begriff von Natur sinnlos gewesen. Der vormoderne Mensch erlebte sich als identisch mit einem uralten zyklischen Kosmos. Dieselben Dinge, die er tat, wurden Generation um Generation reproduziert. Sein Lebensrhythmus war bestimmt durch die Abfolge von Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Sommer und Winter. Der Sinn seiner Existenz war somit etwas von jeher unverrückbar Festgeschriebenes. Erst mit der Aufklärung entstand ein Bewusstsein der Möglichkeit von Veränderung und Fortschritt und der Möglichkeit sowie Notwendigkeit, die uralte natürliche Ordnung zu überwinden. Rousseaus berühmtes Gedankenexperiment eines menschlichen Urzustandes begriff er als Mittel der Kritik verbreiteter Ideen seiner Zeit. Eine positive Idee eines festen natürlichen menschlichen Zustandes entbehrte längst jeder Sinnhaftigkeit. Die Probleme und Krisen des modernen Menschen erkannte Rousseau als grundlegend gesellschaftliche Probleme. Er sah, dass der Mensch zwar dem Schoß der Natur entsprungen, doch bereits über sie hinausgewachsen war. Seine Natur sei es, seine Natur zu transformieren. Wo vorher Sein war, wurde mit der Moderne Werden. Und die Möglichkeiten dieses Werdens potenziell grenzenlos. Immanuel Kant folgte Rousseaus Dialektik von Natur und Gesellschaft. Zitat: Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Am Menschen, als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden, sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner Kräfte weit über den Naturinstinkt zu erweitern und kennt keine Grenzen ihrer Entwürfe. Zitat Ende. Ich glaube, das fasst ganz gut so die zentrale und bahnbrechende Idee bürgerlicher Gesellschaft in ihrer revolutionären Periode zusammen. Also zum einen Rousseaus Punkt, dass es der menschlichen Natur entspreche und gemäß sei, sich selbst zu transformieren und diese Natur was ist, was immer wieder neu produziert wird und dass das auch was ist, was im Bestehenden bereits geschieht, wenn auch auf eine unbewusste Art und Weise, dass irgendwie alle unsere Bedürfnisse, wie wir sehen, wie wir hören, dass es heute was fundamental anderes ist, als was Menschen vergangener Jahrhunderte wahrgenommen haben und erlebt haben. Und auf der anderen Seite Kant, der das nochmal so formuliert, so es gibt keine Grenzen der Entwürfe. Potenziell gibt es nichts, was nicht denkbar wäre. Oder es gibt Dinge, die nicht denkbar wären, aber es gibt nichts, was nicht zu einem anderen Zeitpunkt denkbar gemacht werden könnte. Die Nicht-Identität von Natur und Gesellschaft wurde bewusstseinsfähig mit der Erkenntnis des Menschen, dass er die Bedingungen seiner Existenz und damit sich selbst hervorbrachte. Subjekt und Objekt sind nicht unmittelbar identisch, sondern in einem dialektischen Spannungsverhältnis. Marx formulierte das wie folgt, Zitat: Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. Es unterscheidet sich nicht von ihr, es ist sie. Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins.
Er hat bewusste Lebenstätigkeit. Es ist nicht eine Bestimmtheit, mit der er unmittelbar zusammenfließt. Die bewusste Lebenstätigkeit unterscheidet den Menschen unmittelbar von der tierischen Lebenstätigkeit. Eben nur dadurch ist er ein Gattungswesen. Oder er ist nur ein bewusstes Wesen, das heißt, sein eigenes Leben ist ihm Gegenstand, eben weil er ein Gattungswesen ist. Nur darum ist seine Tätigkeit freie Tätigkeit. Zitat Ende. Erst mit dem Auftreten bewusster menschlicher Tätigkeit im Rahmen von Gesellschaft entsteht ein Außerhalb, die Natur, als die Sphäre, der das bewusste Werden nicht angehört. Erst in ihrer Differenz von dem, was sie nicht ist, wird die Natur erkennbar, wie Georg Lukács ausführt. Zitat: Wenn die Natur zur Landschaft wird, im Gegensatz zu dem unbewussten in der Natur Leben des Bauern etwa, so hat die künstlerische Unmittelbarkeit des Landschaftserlebnisses, das selbstredend durch viele Vermittlungen hindurchgegangen ist, um diese Unmittelbarkeit zu erreichen, eine hier räumliche Distanz zwischen Betrachter und Landschaft zur Voraussetzung. Der Betrachter steht außerhalb der Landschaft, sonst kann die Natur für ihn unmöglich zur Landschaft werden. Zitat Ende. Auch Max Horkheimer betonte, inwiefern Natur und Gesellschaft einerseits erst im geschichtlich-gesellschaftlichen Prozess selbst als unterscheidbare Momente desselbigen Prozesses hervortreten und sich andererseits im gleichen Zuge unentwirrbar ineinander verstricken. Zitat: Die Menschen sind nicht nur in der Kleidung und im Auftreten, in ihrer Gestalt und Gefühlsweise ein Resultat der Geschichte, sondern auch die Art, wie sie sehen und hören, ist von dem gesellschaftlichen Lebensprozess, wie er in den Jahrtausenden sich entwickelt hat, nicht abzulösen. Die Tatsachen, welche die Sinne uns zuführen, sind in doppelter Weise gesellschaftlich präformiert. Durch den geschichtlichen Charakter des wahrgenommenen Gegenstands und den geschichtlichen Charakter des wahrnehmenden Organs. Beide sind nicht nur natürlich, sondern durch menschliche Aktivität geformt. Das Individuum jedoch erfährt sich selbst bei der Wahrnehmung als aufnehmend und passiv. Zitat Ende. In der Ära des Kapitalismus bedeutet das Folgendes. Zitat: Was das Mitglied der industriellen Gesellschaft täglich um sich sieht, Mietskasernen, Fabriksäle, Baumwolle, Schlachtvieh, Menschen und ferner nicht allein die Körper, sondern auch die Bewegung, in der sie wahrgenommen werden, von Untergrundbahnen, Förderkörben, Autos, Flugzeugen aus, diese sinnliche Welt trägt die Züge der bewussten Arbeit an sich. Und die Scheidung, was davon der unbewussten Natur, was der gesellschaftlichen Praxis angehört, ist real nicht durchzuführen. Selbst dort, wo es sich um die Erfahrung natürlicher Gegenstände als solcher handelt, ist deren Natürlichkeit durch den Kontrast zur gesellschaftlichen Welt bestimmt und insoweit von ihr abhängig. Das Individuum nimmt jedoch die sinnliche Wirklichkeit als bloße Folge von Tatsachen in die begrifflichen Ordnungen auf. Auch diese haben sich, freilich in wechselndem Zusammenhang, mit dem Lebensprozess der Gesellschaft entwickelt. Zitat Ende. Ich komme auch zum Ende. Wie der Begriff der Natur zusammenfällt mit dem Moment ihrer realen Überholtheit, wird in der Epoche, in der Gesellschaft alles geworden ist, diese zugleich unsichtbar. Sie erstarrt erneut zur Natur, so wie Wasser für den Fisch, der nichts anderes kennt, keine Kategorie sein kann und damit ungreifbar wird. Gleichzeitig mit diesem Universalwerden hört Gesellschaft auf zu existieren. Höchstwahrscheinlich wird der Klimawandel weder zum Untergang der Welt noch der Menschheit führen. Die Barbarei, die Katastrophe, die Krise sind nicht für die Zukunft zu erwarten, sie sind bereits da. Sie sind der Alltag und das Business as usual des Kapitalismus. Gleichzeitig ist der Kapitalismus heute die einzige Grundlage unserer Zivilisation. Unter den gegenwärtigen Bedingungen auf seinen Untergang zu hoffen, hat etwas Wahnsinniges an sich. Wenn das System wirklich zusammenbrechen sollte, würde seine Alternative in Ermangelung einer lebensfähigen sozialistischen Bewegung, die auf die Überwindung des Kapitalismus insgesamt verweist, nichts Erstrebenswertes sein. Die 1889 aus der Taufe gehobene und 1914 bis 1919 bankrott gegangene Zweite Internationale war eine weltweit organisierte Vereinigung mit dem Ziel, die Arbeiterbewegung so zu organisieren, dass sie befähigt würde, erstens den bestehenden Staat an sich zu reißen und ihn zu zerschlagen und zweitens den gesellschaftlichen Prozess selbst in die Hand zu nehmen und von Grund auf zu transformieren. Erst dann könne das Verhältnis von Mensch und Natur auf vernünftige Weise gestaltet werden, wie Leo Trotzki 1924 skizzierte. Letztes Zitat.
Gewisse, und zwar nicht geringe Veränderungen im Bilde der Natur hat der Mensch bereits schon hervorgebracht. Doch sind dies bloß Schülerversuche im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Wenn der Glaube einst versprach, Berge zu verrücken, so wird die Technik, die nichts auf Treu und Glauben hinnimmt, tatsächlich Berge abtragen und verschieben. Bisher geschah dies zu Zwecken der Industrie, im Bergbau oder des Verkehrs, Tunnels. In der Zukunft wird dies in weit größerem Maßstabe nach einem allgemeinen Produktions- und Kunstplan geschehen. Der Mensch wird sich mit der Umgruppierung der Berge und Flüsse befassen und wird die Natur ernstlich und wiederholt korrigieren. Schließlich wird er die Erde nach seinem Abbilde oder wenigstens nach seinem Geschmacke umgestalten. Wir haben keinen Grund zu befürchten, dass dieser Geschmack schlecht sein wird. Zitat Ende. Der Kapitalismus produziert ständig seine eigene Zerstörung, aber nur, um sich immer wieder aufs Neue hervorzubringen. Marxisten und Marxistinnen glaubten, dass seine endgültige Überwindung nur durch das bewusste Handeln einer organisierten proletarischen Bewegung für den Sozialismus vollzogen werden könnte. Die ständig wiederkehrende Beschwörung der drohenden Apokalypse bietet keine Grundlage für die Wiederherstellung emanzipatorischer Politik. Vielmehr stellt sie die totale Anpassung an die falschen Alternativen dar, die der Kapitalismus unaufhörlich produziert. Ihre Funktion im Bestehenden ist die Erpressung einer potenziellen Wählerschaft, entweder die eine oder andere Partei, also die eine oder andere Form des Managements des Status quo zu unterstützen, während der Kampf für den Sozialismus eine gewisse Distanz zur falschen Unmittelbarkeit des politischen Alltags erfordern würde. Ob Klimawandel, Inflation oder Konflikte zwischen Militärmächten. Immer wieder gerät die Linke in den Bann des nächsten großen Dings und versucht, die richtige Antwort auf die aktuellen Hot Topics des Newsstreams zu geben. Tatsächlich ist die Linke weit davon entfernt, Politik sinnvoll beeinflussen zu können, geschweige denn sie zu überwinden oder abzuschaffen. Eine bestehende Organisation galt einst als die Bedingung der Möglichkeit von Handlungsfähigkeit im Angesicht der akuten revolutionären Krise. Der Glaube in stattdessen umgekehrter Weise würde aus der akuten Krise die Organisation hervorgehen, wurde im Laufe der letzten 100 Jahre immerfort enttäuscht. So erscheint diese Haltung weniger als kraftvolle Strategie, denn als Anpassung an die Niederlage und deren Naturalisierung. Warum sollte es nun gerade jetzt also klappen? Wenn wir wollen, dass sozialistische Politik jemals wieder möglich wird, wäre das Eingestehen ihrer gegenwärtigen Unmöglichkeit sowie unserer Impotenz daran etwas zu ändern, ein notwendiger, wenn auch bei weitem nicht hinreichender erster Schritt. Ein Vertuschen dessen dient nicht der Sache der Befreiung. Die Linke ist tot, lang lebe die Linke. Gibt's vielleicht zuerst Verständnisfragen? Du hattest an einer Stelle gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was der Zusammenhang war, aber ich glaube, es war so, an dem Moment, an dem Gesellschaft sich vollumfänglich realisiert, hört sie auf zu existieren. Das war ein Punkt, der mir irgendwie zu schnell ging. Warum hört Gesellschaft an dem Punkt auf zu existieren? Sie hört nicht auf zu existieren, sie wird unsichtbar. Ich meine, dass so mit dem Aufkommen von bürgerlicher Gesellschaft es irgendwie einen Unterschied gibt. Es gibt eine Differenz zwischen der Ordnung, wie sie immer war, und dem Leben, wie es immer gewesen zu sein schien, und der Bewegung, einer historischen Dynamik. Es konnte irgendwie gesehen werden, Dinge verändern sich. Die Menschheit bringt irgendwie neue Formen des gesellschaftlichen Verkehrs hervor, bringt neue Formen von Kultur hervor. Und deshalb war irgendwie klar, es gibt offenbar einmal diese Ebene des Ewigen oder des Seins, wie es irgendwie über Jahrhunderte hinweg war. Und es gibt irgendwie Gesellschaft als die Kategorie, die was anderes ausdrückt, also der Bewegung. Und das Argument, das ich gemacht habe, war, dass das so ein Stück weit verloren geht, an dem Punkt, an dem bereits alles, was wir um uns haben, von Gesellschaft komplett durchdrungen ist oder alles sich im Rahmen von Gesellschaft abspielt, in der wir quasi in der global gewordenen Gesellschaft leben, in der global gewordenen bürgerlichen Gesellschaft. Und dass an dem Punkt Gesellschaft wieder anfängt, so was Natürliches zu werden oder diesen Anschein zumindest beginnt anzunehmen. Gibt das Sinn für dich? Oder?
also wenn ich es nochmal wiedergeben kann, wie ich jetzt verstanden habe, die Antwort, dann wäre es, dass Gesellschaft sich quasi als das Werden im Gegensatz zu einem stabilen Sein oder sowas, also einem nicht transformierbaren Sein, versteht und konstituiert. Und ab dem Moment, ab dem dieser Gegensatz nicht mehr existiert, wird es unmöglich, Gesellschaft als Werden zu denken. Mhm. Und vor allem ist halt auch die Kategorie von Fortschritt einfach opak geworden. Also während im 18. Jahrhundert das Ganze irgendwie assoziiert werden konnte mit einem Fortschritt, also von irgendwie Rousseau oder Smith oder Kant oder Hegel, wird das irgendwie im 20. Jahrhundert, aber auch schon so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich weniger klar, ob da irgendwie noch so ein Fortschritt zu sehen ist. Und dementsprechend fällt, glaube ich, würde ich sagen, so das weg, was gerade auch so diesen Charakter des Werdens eben ausdrückt. Also dadurch hat Gesellschaft wieder mehr so was Statisches und die Welt, in der wir uns bewegen. Aber ist nicht gerade so diese Angst vor der Klimakrise ein Ausdruck von einer negativen Angst des Werdens? Also es ist ja nicht ein Aufhören davon, dass Leute feststellen, dass es sich verändert und die Veränderung eben ins Negative tendiert. Mhm. Ich würd sagen, der Punkt wäre dann vielleicht, dass auf jeden Fall so diese Idee wegfällt und nicht präsent ist auch in den meisten Antworten auf so Klimakrise, dass es vielleicht auch eine Chance anzeigt. Also so, dass zum Beispiel dieser Begriff des Anthropozäns, den habe ich erwähnt, und da finde ich es einfach recht interessant, dass zum einen festgestellt wird, okay, es hat sich was qualitativ verändert, der Mensch ist so der zentrale Faktor in der Herstellung unserer Lebensbedingungen, aber gleichzeitig wird da kein Potenzial drin gesehen. Es wird nicht irgendwie so das, was ich mit Kant versucht habe klarzumachen, hochgehalten, dass es irgendwie offensichtlich auch zum Beispiel das Potenzial ermöglicht, Klima selber auf eine vernünftige Weise zu gestalten, so wie es irgendwie Menschheit möchte. Und dementsprechend, klar, gibt es irgendwie immer noch so Vorstellungen von Werden, aber vor allem der utopische Horizont und die Vorstellung von so einer qualitativen Veränderung in einer vernünftigen Richtung ist verloren gegangen. Vielleicht würde ich es so formulieren. Ja, vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber ich habe den Eindruck so, du hast ja am Anfang nochmal erläutert, inwiefern Gesellschaft oder gegenwärtige kapitalistische Gesellschaft im Angesicht dieser Frage der Klimakrise beide Seiten ständig produziert. Also sowohl irgendwie dieses Zurück zur Natur als auch so ein eigentlich erstmal utopisch gedachtes darüber hinaus, irgendwie in so Figuren wie Elon Musk, die so sagen, ja, vielleicht geht es darum, irgendwie so die Erde zu verlassen, oder in so Geoengineering-Projekten. Und ich habe ein bisschen Eindruck, dass deine Ausführungen danach sehr darauf eingegangen sind, inwiefern das Erstere vor allen Dingen ein Problem ist, dieses Zurück zur Natur, weil Natur immer schon durch gesellschaftlich vermittelt ist. Und ich wollte mal fragen, inwiefern du denkst, dass das Weiteren also ein Problem ist. Inwiefern, warum sind so Figuren wie Elon Musk oder warum sind Ideen von Geoengineering nicht diese vernünftige Verwandlung der Erde, wie du es mit Trotzki gerade gesprochen hast? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt unbedingt so progressive Kräfte sind. Ich würde sagen, dass die vielleicht eher registrieren, was überhaupt schon so, was der Status quo bereits ist. Also was die technischen Möglichkeiten sind, die der Status quo bereits anbietet. Also ich würde sagen, dass der Kapitalismus tatsächlich eben schon so relativ klar so dieses Potenzial hervorschält, also von über Geoengineering, also klimatische Lebensbedingungen zu gestalten. Und dass da vielleicht gar nicht so ein krass radikaler Optimismus oder Utopismus für notwendig ist, um das so zu sehen. Ich glaube, ich hab gerade ein bisschen den Faden verloren. Was wäre dann der sozusagen die. So, also, ich verstehe den Punkt, dass das noch gar nicht so was richtig Utopisches hat, weil es irgendwie jetzt konkrete Möglichkeiten sind. Gleichzeitig wäre die Frage, was wäre dann das Utopische? So, was wäre es einfach nur die abstrakte, rein negative Idee von etwas, was darüber hinausgeht?
was wir jetzt noch gar nicht anzeigen können? Oder ist das schon, also, oder inwiefern so sind die das nicht, diese, also inwiefern ist Elon Musk nicht jemand, der die Idee hat, die Erde bewusst zu gestalten? Ich würde sagen, dass also der Punkt war ja ein bisschen, dass die Linke nicht nur irgendwie nicht mehr nur so, nicht mehr die utopische Kraft ist, die irgendwie in ihren Vorstellungen von dem, was irgendwie möglich ist, hinausgeht auf das, was bereits ist, sondern sogar hinter das, was bereits ist, zurückfällt. Also ich würde sagen, dass so Geoengineering halt zum Beispiel so ein Ausdruck davon ist, was ich eben gesagt habe, dass Menschen bereits klimatische Bedingungen herstellen, ob sie wollen oder nicht. Und dann dieser Punkt mit Sozialismus oder Barbarei von Luxemburg, den ich aufgegriffen hatte, wo so der Punkt ist, so, das ist bereits in der Welt und Menschheit kann sich dazu entweder, kann entweder die Augen davor verschließen, kann davor resignieren oder kann das halt als ein Potenzial begreifen. Aber es gibt gar keine andere Möglichkeit, als anzuerkennen, dass Menschheit bereits Natur gestaltet und dass Menschheit bereits Klima gestaltet. Und ich würde sagen, dass so bei Musk oder Geoengineering, das irgendwie schon so eingedacht ist und versucht wird, irgendwie eine Antwort darauf zu geben und damit irgendwie umzugehen. Aber dass da natürlich auch nicht so, dass da nicht irgendwie diese Utopien letztlich irgendwie zur Geltung kommen, dass da irgendwie nicht diese Idee der Abschaffung von, weiß ich nicht, der Herrschaft von Menschen über Menschen und der vernünftigen Einrichtung von Welt irgendwie aufgehoben ist. So. Weil es halt keine Linke ist. So. Ein Gedanken dazu, also müsste man nicht auch sagen, dass, sagen wir mal, diese Technik-Skepsis, die ja in vielen sich selbst als links verstehenden Bewegungen der letzten Jahrzehnte irgendwie zum Ausdruck kommt, auch durchaus ein rationales Moment insofern aufweist, dass natürlich ein Kapitalismus unter den gegebenen Verhältnissen selbst der Zugewinn an Produktivkräften in gesellschaftliche Zerstörungskräfte umschlagen, also negative Konsequenzen haben für die Arbeiterklasse. Und insofern dieser Verdacht, dass der technische Fortschritt auch irgendwie zerstörerisch ist für die eigene Lebenssituation, durchaus einen rationalen Kern hat. Also so, dass auch wiederum, sagen wir mal, dieser kapitalistische Utopismus von der anderen Seite durchaus berechtigterweise in der Kritik und das so umwenden würde oder könnte. Und vielleicht noch daran anschließenden Gedanken, ich meine, Marx und Engels betonen doch immer wieder, oder das würden wir ja auch stark machen, dass die Arbeiterbewegung selbst natürlich auch mit reaktionären Forderungen beginnt. Also die Luditen sind diejenigen, die die Maschinen zerstören, und die Arbeiterbewegung will die Wiederherstellung des Werts der wahren Arbeitskraft. Das heißt also, auch zu dieser Zeit ist gewissermaßen, sagen wir mal, die Antwort auf die fortschrittliche Dynamik des Kapitalismus eigentlich ein, wir wollen zurückkehren zu einem Zustand vor dem Kapitalismus. Ist vielleicht auch eine interessante Parallelität zu gegenwärtigen Bewegungen. Voll, ich hätte jetzt genau die gleiche Parallele gezogen mit den Maschinenstürmern, die ja auch irgendwie ein Ausdruck sind von einer Antwort von Arbeitern auf das Problem Kapitalismus, die dem Marxismus vorausgeht und die irgendwie ganz gut diesen Punkt auch ausdrückt, der, weiß ich nicht, innerhalb der Zweiten Internationale von Lenin und Luxemburg immer wieder ausgedrückt wird, dass so das Bewusstsein des Arbeiters, das so unmittelbar produziert wird, in dieser Lebensrealität nicht was Fortschrittliches hat. Und das deshalb irgendwie auch, also das auch irgendwie so das, was der Idee der Partei letztlich so zugrunde liegt, dass es eben Bewusstsein ist, das nicht einfach so aus den Zuständen hervorgeht, sondern das irgendwie angewiesen ist auf die höchsten Errungenschaften menschlichen Geistes, so menschlicher Technik, menschlicher, aber auch der Philosophie und so weiter und so fort. Und für diese große historische Perspektive, weil das eben gerade kein naheliegender Gedanke ist, weil der naheliegende Gedanke natürlich erstmal ist, dass die Maschine, die meinen Arbeitsplatz ersetzt, ich hau die Maschine kaputt. Und es ist kein naheliegender Gedanke zu sagen, die Maschine könnte das Werkzeug dafür sein, dass wir alle mehr Wohlstand haben und alle weniger arbeiten müssen.
gerade deswegen, also gerade das ist die Existenzberechtigung von Marxismus, könnte man sagen. Oder das war irgendwie die Aufgabe, die Marxismus versucht hat, so in Geschichte auszufüllen. Und deswegen ganz kurz würde ich so auch sagen, dass die Produktionsmittel sich in Destruktionsmittel verwandeln. Das haben wir auch schon im 19. Jahrhundert. Das ist jetzt nichts grundsätzlich Neues. Ich merke irgendwie so, dass, oder wie soll ich das ausdrücken? Ich frage mich so ein bisschen, es ist jetzt auch hier so schon irgendwie angeklungen, natürlich auch in deinem Vortrag so, warum irgendwie so die Natur im Sinne von Landschaft, die wir auch betrachten können, so romantisiert wird. Und auch wenn ich darüber nachdenke und auch wenn ich dann irgendwie sowas von Trotzki höre, okay, wir können irgendwie durch technische Möglichkeiten irgendwann selbst so die Natur richtig gestalten und Berge verschieben, dass ich so denke, ach, will ich das überhaupt? Und so irgendwie merke, dass so in mir irgendwie so ein Moment ist, der das so bewahren möchte. Und ich frage mich so, womit das so zusammenhängt und ob das damit zusammenhängt, dass die Natur irgendwie so vernünftig gestaltet irgendwie erscheint und in sich irgendwie so vollkommen irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ich jetzt so die Naturromantikerin bin, aber genau, und dass ich mich so frage, ob das sich ändern würde, wenn quasi der Mensch sich in dem, was er selber schafft und in dem Leben so selber erkennen könnte und irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch mit diesem, mit dem Marx-Text von letzter Woche, also diesen ökonomischen Manuskripten zusammenhängt, quasi wenn er sich also sein Leben als sein Gattungsleben irgendwie da drin erkennen könnte und ob sich dann dieses Gefühl dazu auch ändern würde oder ja, was du oder was die anderen auch dazu sagt, woran das irgendwie liegen könnte und ja, womit diese Angst zusammenhängt, das irgendwie so komplett zu gestalten selber, ob man Angst hat vor der eigenen Gestaltung, weil die bisher so irgendwie barbarische Form angenommen hat und man das deswegen nicht möchte oder ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, also wir könnten die Natur komplett irgendwie gestalten und ich meine, jetzt sind wir ja auch irgendwie noch abhängig von der Natur im Sinne von, also eigentlich ja schon auch noch in dem Sinne, den Marx irgendwie so schreibt in diesem Text, dass die Natur der unorganische Körper ist und unmittelbares Lebensmittel und so Materie zur Verarbeitung und so, dass das irgendwie überwunden werden könnte. Was wollte ich jetzt sagen? Also inwiefern das möglich ist oder das gewollt ist. Ja. Ja, ich glaube, dass wir diesen Optimismus so nicht teilen und irgendwie vielleicht irritiert sind, wenn Trotzki sagt, wir haben keinen Grund anzunehmen, dass dieser Geschmack schlecht sein wird. Und wir denken, wir haben jeden Grund anzunehmen, dass dieser Geschmack schlecht sein wird. Ja. Ich glaube, das liegt einfach daran, an 100 Jahre gescheitertem freiheitlichen Projekt und 100 Jahre Konterrevolution, könnte man sagen. Und wir sind der lebendige Ausdruck dessen und das ist halt die Welt, in der wir leben. Und ich glaube, die Welt gibt uns wenig Anlass, so, wenn man jetzt einfach so unvermittelt da reinblickt, für jetzt großartige Utopien. Ja, aber selbst wenn der Geschmack irgendwie gut wäre, denke ich mir irgendwie trotzdem, ich würde das irgendwie erhalten wollen. Also ich weiß nicht, wie es euch, ob es euch auch so geht, aber irgendwie bringt tolle Sachen hervor. Oder also vielleicht ist es einfach nicht denkbar, so zu dem jetzigen Zeitpunkt, da stimme ich dir zu, aber. Ich glaub, da steckt halt total viel drin, was man irgendwie so bedenken muss. Also zum einen, dass Gestaltung natürlich auch nicht heißt, dass alles irgendwie in Kunststoff verwandelt werden muss, sondern ja. Gestaltung kann ja auch heißen, zum Beispiel, da ist ein Wald und es ist gut, dass da ein Wald ist und deswegen bleibt der Wald da. Mhm. Der Punkt ist ja, dass diese Gestaltung, also dass es irgendwie von Menschen gestaltet wird, jetzt ja schon die ganze Zeit passiert. Also dass irgendwelche Regenwälder halt abgeholzt werden, weil es da irgendwelche Rohstoffe zu gewinnen gibt. Das heißt, der Punkt ist, vielleicht gäbe es auch nicht nur erstmals die Möglichkeit für bewusste Gestaltung, sondern auch erstmals die Möglichkeit für bewusste Erhaltung. Und dann wäre vielleicht auch noch so der Punkt, vielleicht hätten wir auch wirklich einen schlechten Geschmack. Aber der Mensch, den Trotzki sich denkt, wäre auch ein anderer. Also du hast gerade die Manuskripte angesprochen, letzte Lesekreissitzung. Da sagt Marx diesen Punkt,
die Gestaltung der fünf Sinne ist eine Aufgabe der gesamten Menschheitsgeschichte. Und irgendwie erst das musikalische Ohr kann erst durch Musik gebildet werden. Gleichzeitig gibt es Musik nur für das musikalische Ohr. Und da wäre natürlich so der Punkt, dass irgendwie Menschen, die halt nicht unter den Bedingungen leben wie wir, sondern Menschen, die es irgendwie gewohnt sind, ihr Leben so aus eigenen Stücken irgendwie zu gestalten, auch ganz andere Begriffe von irgendwie, was erhaltenswert ist, was verändernswert ist und wie was zu erhalten ist und wie was verändert werden würde, so hätten. Wäre mein Versuch eine Antwort. Ja, so ganz basic, halb ernst gemeint, halb als Provokation. Also wie sinnvoll ist überhaupt dieses Thema Klimawandel? Weil ich meine, die Grünen sind gestartet in den 70ern mit Angstszenarien, dass der Wald stirbt und die Robben auf Helgoland alle aussterben und eins von beiden ist eingetreten. Al Gore hat irgendwie in seinem Film 2003 oder 2004 ein Szenario gemalt, wo die Niederlande irgendwie, ich glaube, 2011 oder 2012 überschwemmt sein sollten. Also wir leben offensichtlich in einer Zeit, wo absurde Szenarien gemalt werden von dem Klimauntergang und es ist zumindest in Frage zu stellen, inwiefern da überhaupt was dran ist. Also mit anderen Worten, inwiefern Kapitalismus dafür Lösungen findet oder zumindest aushaltbare Zustände, in denen dann halt Teile der Welt untergehen und das aber irgendwie dann schon verstoffwechselt wird. Ja, ich würde sagen, kann gut sein. Kann auch nicht sein. Also der Punkt, also ich habe über die Diktatur des Proletariats gesprochen. Und da ist auch so ein bisschen die Idee, dass das der Punkt wäre, in dem einerseits die Menschheit halt die Probleme des Kapitalismus ererbt, aber diese bewusst adressieren kann und dass damit auch erstmals die Verhältnisse eine gewisse Transparenz annehmen. Dass erst an dem Punkt Gesellschaft irgendwie zu so einem überschaubaren Ganzen wird. Okay, aber mit anderen Worten, man könnte jetzt sagen, ja okay, Veränderungen der Natur und Einrichtung dieser Zustände klingt mir irgendwie ziemlich utopisch. Also im schlechten Sinne utopistisch. Mhm. Du hast ja jetzt sowieso die Frage eher auf Gesellschaft gelenkt. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie sinnvoll. Also, ich meine, du hast schon irgendwie so eine Weichenstellung in deinem Vortrag getroffen, hast dich zwar zurückgenommen, was irgendwie Vorschläge, positive Vorschläge dazu angeht, irgendwie Naturdesaster oder so mit konkreten Policies irgendwie zu begegnen, aber ansonsten ist ja schon irgendwie so sehr klar, dass eigentlich die primäre Frage Gesellschaft ist. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe. Also zu welcher Frage soll ich jetzt Stellung beziehen, ob es sinnvoll wäre, irgendwie Natur und Gesellschaft vernünftig oder bewusst? Nein, ich würde so die These von deinem Paper so für mich so klar verstehen, was du jetzt genau meinst. Und es scheint so, dass du halt schon sehr stark sagst, okay, also Gesellschaft muss ihre eigenen Probleme lösen und die Frage von Freiheit und Unfreiheit adressieren. Und diese ganze Frage von Naturveränderung ist was quasi dahinter steht. Was aber nicht direkt sich adressieren lässt. Mhm. Ja, oder was damit irgendwie so zusammenfällt, würde ich denken. Aber ich glaube, dass der Marxismus halt wirklich einfach nur eine Antwort geben kann auf diese Frage von Freiheit. Und dass der Marxismus einfach keine Antwort geben kann auf, wie begegnen wir jetzt irgendwie der Klimakrise. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich dieses apokalyptische Szenario ist, mhm, und dass wir wirklich nur so und so viel Zeit haben und der Zeit müsste jetzt schnell eine pragmatische Lösung gefunden werden, dann, also kann sein, ich stimme dir zu, dass es auch auf jeden Fall gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass es nicht so ist und dass sich irgendwie die kapitalistischen Probleme, also erfahrungsgemäß irgendwie ein paar Jahre später, dann oft ganz anders irgendwie präsentieren. Zum Beispiel das Waldsterben, hast du angesprochen, in den 70ern, was so ein riesiges Thema war, was so das große umweltpolitische Thema war vor dem Klimawandel. So, niemand weiß heute mehr irgendwas darüber. Niemand weiß, dass es das gab, dass es diese Debatten gab. So. Genau, und nicht mal weiß jemand so genau, warum eigentlich. Und irgendwie, man spricht einfach nicht mehr drüber. Von daher denke ich so, ich glaube, Fichtenmonokultur hat es geregelt. Aber von daher könnte es tatsächlich gut sein.
Hast du Ahnung, oder? Ich glaube, es gibt Monokultur, Alter. Aber natürlich, natürlich ist auch denkbar. Natürlich ist auch denkbar, weiß ich nicht. Also müsste man auch irgendwie mit dem Szenario rechnen oder das Szenario ist nicht unvorstellbar, so dass es tatsächlich irgendwie, dass die Apokalypse bevorsteht. Irgendwie. Und ich glaube, wenn das aber so wäre, dann könnte der Marxismus darauf keine Antwort geben, weil dann müsste man einfach sagen, okay, dann hat der Marxismus einfach überhaupt gar keinen Wert mehr und dann hat diese Frage von Freiheit auch gar keinen Wert mehr, weil das eben ein längerfristiges politisches Projekt wäre, wo irgendwie so einzelne tagespolitische Themen eher Werkzeuge wären, um dieses Projekt zu verwirklichen. Also es hat Jahrzehnte gedauert, irgendwie diese entsprechenden Organisationen aufzubauen und irgendwie dieses entsprechende Bewusstsein in die Arbeiterbewegung zu tragen, die es überhaupt ermöglicht haben, dass so wirklich politische Handlungsfähigkeit bestanden hat und dass diese Frage von Revolution auf einer konkreten Ebene gestellt werden konnte und nicht nur einfach als irgend so ein Wort, mit dem man sich gerne schmückt. Jetzt gibt es ja, sorry, ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Fragen einwerfen, wenn jetzt jemand anders, ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, dieses Buch Bleibefreiheit von Eva von Redeker, die versucht so Klimawandel und die Frage von Freiheit irgendwie so zusammenzubringen, in dem Sinne, dass irgendwie so Kampf gegen den Ausbau von einer Pipeline und Kampf gegen ganz konkrete CO2-Emissionen, die man als Linker verhindern könnte, quasi umgedeutet wird als ein Kampf für Freiheit im Sinne von unbetastet Leben, vielleicht in Richtung Ronja das gesagt hat, irgendwie Naturbewahrung und sowas. Vielleicht kannst du da was dazu sagen, ob du irgendwie so diese Ausweitung des Freiheitsbegriffs zustimmen würdest oder ob das, ob du, also ich meine, man könnte ja schon irgendwie so sympathisch sagen, okay, das ist zumindest ein Versuch, also die Agenda von Freiheit weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja, ich weiß, kann auch die Liquidation davon. Ich weiß nicht, ob es eine Ausweitung ist oder eine Einengung des Freiheitsbegriffs und ob es letztlich nicht doch so ist, dass wir die Realität, wie sie ist, irgendwie eigentlich annehmen und die Begriffe, die eigentlich was anderes bedeutet haben, an diese Realität anpassen, mehr als dass wir diese Begriffe als Werkzeuge benutzen würden, um Realität zu verändern. Also so wie irgendwie, ich habe das gesagt, mit Sozialismus ist heute in der Regel einfach so ein Wohlfahrtsstaat gemeint. Und dann wird irgendwie gesagt, weiß ich nicht, der Erfolg von der Bernie-Kampagne, die offensichtlich nicht erfolgreich war, sei, dass man heute wieder über Sozialismus reden würde. Wo dann vielleicht eher der Punkt wäre, reden wir wirklich über Sozialismus oder meinen wir eigentlich was anderes und haben dafür komplett aufgehört, überhaupt zu verstehen, was Sozialismus mal meinte. Das wäre jetzt so meine Vermutung auch in die Richtung. Ich würde mal Darius' Frage von Anfang nochmal aufgreifen. Wenn ich dich da richtig verstanden habe, dann meinst du ja so ein bisschen, also so die Gegend oder so eine Kritik an Marx und Engels aus der gegenwärtigen linken Perspektive wäre sozusagen dieses nicht mehr wirklich aktuelle, so dass sie sich irgendwie so vorstellen, die Produktionsmittel zu ihrer Zeit zu befreien und sich jetzt für uns so rausstellt, das sind aber sehr klimaschädliche Produktionsmittel und Einige davon. Ich versuche nur sozusagen diesen Standpunkt zu nachzuzeichnen. Das ist gar nicht mein Standpunkt. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, das mit deinem Vortrag zu beantworten, würde ich als erstes eben so also denken, es gibt genug Möglichkeiten, also wie wir es vorhin besprochen haben, die sich so, was so gar nicht so utopisch mehr scheint, irgendwie zum Beispiel den Mars zu besiedeln oder meinetwegen so die Erde nachhaltig zu umzuwandeln mit Technik, dass so diese Probleme von Kohleabbau oder sowas gar nicht mehr so ein Thema sind. Und wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, also eigentlich haben wir sozusagen hätten wir diese technischen Fragen mit gegenwärtiger Technik doch überwunden und es würde jetzt darauf ankommen, diese technischen Mittel bewusst einzusetzen? Oder wie würdest du es beantworten? Willst du direkt dazu? Ich würde dazu eine Anschlussfrage stellen, weil du irgendwie auch zwischendurch gesagt hast, so, dass der Kapitalismus irgendwie uns alle Möglichkeiten bietet und wenn er das nicht tut, dann kann Sozialismus auch nicht gelingen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das vielleicht so ein Anschluss daran, und aber auch irgendwie wieder zurück an dich gerichtet, inwiefern, wenn der Kapitalismus jetzt noch nicht die Möglichkeiten bietet, quasi Sozialismus, weil er beginnt mit den
weil er erstmal den Kapitalismus quasi auf die Spitze treibt und auch damit arbeiten muss, was er hat, quasi dann auch nicht gelingen kann. Oder, ja. Also, ja, das waren jetzt, glaube ich, zwei Punkte, die so ein bisschen zusammengeworfen worden sind. Zum einen würde ich sagen, ja, wäre meine erste Antwort. Ich glaube, dass das technische Potenzial, das heute irgendwie schon zur Verfügung steht, gigantisch ist. Und ich glaube, dass wenn man sich diesem Potenzial halt bedienen würde, zu Zwecken der Entwicklung von Gesellschaft, dass Dinge möglich wären, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Und das andere war, ja, also dass genau diese Potenziale werden natürlich erst im Kapitalismus hergestellt. Also auch sowas wie industrielle Produktion und so weiter und so fort, Wissenschaft irgendwie auf diesem Niveau. Dementsprechend haben Marx und Engels geglaubt eben, dass dieses Potenzial für Sozialismus erst mit Kapitalismus in die Welt tritt. Und der andere Punkt, den ich gemacht habe, war eher so dagegen gerichtet, dass der Kapitalismus nicht grundsätzlich irgendwie in der Lage sei, diese Krise zu managen. Und managen heißt jetzt nicht so vernünftig lösen, aber halt sie zu managen, so wie der Kapitalismus seit 150 Jahren mindestens Krisen managt. Und da war eben der Punkt, wenn man sagen würde, das sei grundsätzlich nicht möglich, dann wäre es halt auch für den Sozialismus grundsätzlich nicht möglich. Weil der Sozialismus sich halt diesen Mitteln halt auch nur bedienen könnte, die der Kapitalismus hervorbringt. So. Wenn man sagt, das sei nicht denkbar, dann wäre es auch in dem Fall nicht denkbar. Ich fände es interessant, wenn du kurz darauf eingehen könntest, auf so einen Punkt, also jetzt auf einen Standpunkt, der ja, glaube ich, auch präsent ist in der Linken, der, glaube ich, im Vortrag noch nicht so ganz vorkommt, der einer wäre, der, wo die Leute vielleicht sagen würden, ja, an sich finde ich ja Sozialismus auch gut oder auch diese Entfaltung dieser ganzen Potenziale, aber die Arbeiterklasse will das ja nicht mehr. Also so die Arbeiterklasse, gerade im globalen Norden oder im Westen, in den kapitalistischen Zentren so, profitiert halt letztendlich auch davon so. Und sozusagen irgendwie, ja, will ihre Arbeitsplätze behalten, auch in diesen schädlichen Industrien zum Beispiel, und hat halt kein Interesse oder ist vielleicht auch, wenn man noch maoistischer gehen will, so Arbeiteraristokratien sind und es da sozusagen gar nicht mehr ein gemeinsames Arbeiterklasseninteresse gibt, sondern halt zum Beispiel, das ist ja auch der Begriff so, MAPA, also Most Affected People in Most Affected Areas oder irgendwie sowas. Also wo die sagen würden, Sozialismus wäre eigentlich ganz schön und gut, aber die Arbeiterklasse will es halt nicht oder ein Teil der Arbeiterklasse will es nicht. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal so diesen Punkt machen wollen, dass sowas wie Bewusstsein eben nicht einfach was ist, was so nur spontan entsteht, sondern was eben was ist, was so produziert wird. Und ich glaube, man könnte sinnvoll den Punkt machen, dass die Arbeiterklasse als solche halt auch erst besteht, also weil die Arbeiterklasse für Marx eben so vor allem eine politische Kategorie war und nicht eine soziologische Kategorie, aber die Arbeiterklasse als wirklicher Faktor in Geschichte, in Politik, in Gesellschaft erst an dem Punkt entsteht, an dem sie sich organisiert und ihr Gesamtinteresse als Klasse vertritt. Und erst an dem Punkt gibt es irgendwie halt auch so einen Ausdruck von dem nicht unmittelbaren, sondern vermittelten Interesse der Arbeiterklasse. Und ohne das wäre es ja einfach, also ganz real auch, nicht nachvollziehbar, wenn jetzt der einzelne Arbeiter nicht einfach nur nach seinem wirtschaftlichen Vorteil gucken würde, sondern irgendwie auf irgendeine Weise das für den Sozialismus machen würde, wenn es einfach diese Perspektive einfach nicht gibt, wenn es einfach gar nicht diese organisatorische, materielle Grundlage in der Gesellschaft gibt für dieses vermittelte Interesse, das eben deutlich schwerer ist, so vernünftig einzusehen, als jetzt sich darum zu kümmern, was irgendwie am Ende des Monats auf dem Konto ist. Vielleicht auch nochmal Jans Frage aufgreifen. Gibt es denn aus deiner Sicht aus dieser ökologischen Krise heraus
eine Notwendigkeit oder einen Drang dazu, dass Menschen anfangen, sich als Klasse zu begreifen? Also dass, sagen wir mal, das in irgendeiner Art und Weise zu einer neuen Konstitution von Klasse führen könnte? Oder bietet diese Problematik eigentlich überhaupt keinen Anknüpfungspunkt dafür? Das als erste Frage. Und das zweite, also ich meine, Marxismus wird ja beschrieben als das Zusammenführen der Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Und der Sozialismus selbst war ja tatsächlich etwas, was eher als intellektuelle Bewegung begonnen hat. Also es gab irgendwie den proletarischen Kommunismus natürlich, aber also die utopischen Sozialisten waren jetzt keine Arbeiter und haben wahrscheinlich auch nicht diesen Klassenstandpunkt zunächst einmal vor Augen gehabt, um ihre sozialistischen Entwürfe zu entwickeln. Es war eher vielleicht das, was du am Ende ja auch so skizziert hattest, als das möglicherweise Potenzial, was in der ökologischen Krise steckt, dass man sich eben der umfänglichen Vergesellschaftung bewusst wird und versucht, diese Vergesellschaftung selbst wiederum mit Bewusstsein zu gestalten. Oder so, ja? Das heißt, also wenn die erste Frage halt irgendwie so ist, gibt es aus der ökologischen Krise aus deiner Sicht ein Potenzial, dass es zu einer Rekonstitution der Arbeiterklasse käme? Wäre die zweite Frage, unabhängig davon, gibt es vielleicht ein Potenzial für eine Rekonstitution einer sozialistischen Perspektive, unabhängig von Arbeiterklasse? Mhm. Was hieß du unabhängig von der Arbeiterklasse? Nein, also ich meine, so wie eben zu dieser Zeit, also sagen wir mal, diese frühen sozialistischen Entwürfe, die utopischen Sozialisten, das natürlich nicht, wie der Marxismus es verstanden hat, als eine Notwendigkeit, die sich aus der politischen Logik des Klassenkampfes ergibt, sondern als etwas, was von aufgeklärten Kapitalisten wie Robert Owen oder so selbst umgesetzt werden sollte. Also ich meine, Owen hat ja irgendwie, war ja selbst irgendwie erfolgreicher kapitalistischer Unternehmer und dachte, diese Maschinen bieten die Möglichkeit für eine Umerziehung und Veränderung irgendwie so der Menschen, indem andere Aspekte im Leben irgendwie wichtig werden und so weiter. Also um quasi neue Gesellschaften zu konstituieren. Aber unabhängig vom Klassenkampf, sondern tatsächlich aus so einem Verständnis, okay, es ist halt einfach irgendwie so vernünftiger und so weiter. Also insofern, Sozialismus und Klassenkampf waren nicht eins. Marx war derjenige, der es quasi miteinander verschmolzen hat. Kurze Nachfrage noch dazu. Wann kamen denn diese utopischen Sozialismusvorstellungen auf? Also gleichzeitig mit den Arbeiterbewegungen dann? Eher davor. Also 1820er ist, glaube ich, so der Rahmen, den man normalerweise dafür ansieht. Und Klassenkampf, also auf dem Kontinent sagt man irgendwie so, sagt Rosa Luxemburg, kommt ja in den 1830ern an, also 1831, mit dem Aufstand der Leoner Weber. Ja, gute Fragen. Aber so wie es für dich schwer ist, dir vorzustellen, inwiefern das irgendwie cool sein könnte, naturbewusst zu gestalten, muss ich sagen, dass mir wirklich einfach auch sehr schwer fällt, über diese Fragen von Politik und Sozialismus so konkrete Antworten zu geben. Ich denke, ja, da würde ein Potenzial drin liegen, aber ich würde sagen, das Potenzial gab es auch vorher schon. Das Potenzial gab es eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Form. Und der Grund, dass diesem Potenzial nicht gerecht geworden ist und dass keine Organisationen daraus hervorgegangen sind oder irgendwas, was einem das Gefühl geben würde von, ja, es geht irgendwie was in Richtung Freiheit, hängt vielleicht mehr mit genau dieser Linken zusammen. Also die Linke wäre dann ja auch so dieser Sozialismus, von dem du redest, könnte man sagen. Also hängt vielleicht mehr mit der Linken zusammen als mit diesen externen Umständen, dass irgendwie so die Krise nicht mehr klar genug sichtbar ist oder so. Ich denke, es gäbe die ganze Zeit in den Lebensrealitäten von Menschen genug Punkte, an die man irgendwie so anknüpfen könnte. Und der Punkt ist vielleicht eher,
dass es keine Kraft gibt, die diese Anknüpfungen realisiert. So. Und zum Sozialismus würde ich sagen, ja. Und es gibt ja auch irgendwie so Autorinnen, die so Science-Fiction-Romane schreiben und auch sich auf dieses Potenzial beziehen, das in der Technik irgendwie drinsteckt. Und ja, Lara hat immer so Leute, die sie nennt. Ich habe die nicht gelesen, weil ich nicht so viel lese. Aber sie hat da immer diese Leute und erzählt mir dann von denen. Deswegen weiß ich es nur aus zweiter Hand. Von irgendwelchen Verschmelzungen zwischen Mensch und Schmetterling und solche Sachen, die da irgendwie ausgesonnen werden. Und ich denke schon, dass es so auch weiterhin produziert wird, aber trotzdem würde ich sagen, dass eigentlich was noch viel klarer ist, es sind eigentlich so Dystopien, die hervorgebracht werden und dass wir vor allem eben so dystopisch irgendwie auf die Welt blicken und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es ein anderer historischer Moment ist, also die Frühsozialisten sind ja sehr stark noch beflügelt von der Französischen Revolution und versuchen dieses Projekt letztlich weiterzutreiben und zu radikalisieren, beziehungsweise eine Antwort auf die Krise der Französischen Revolution auch so zu finden. Und ich denke, dass dieser Epoche einfach und diesem historischen Moment noch ein ganz anderer Fortschrittsgedanke eigen ist, als es bei uns der Fall ist, der wir, wenn wir in die Geschichte gucken, vor allem halt das Scheitern neben dieser ganzen Bemühungen sehen. Und vor allem auch das Scheitern des Sozialismus. Ich habe vielleicht mal eine Frage, die vielleicht jetzt nicht so krass mit Klimawandel und Klimakrise verknüpft ist. Ich meine, du meinst sowas wie, Sozialismus ist nur eine Option, wenn das Potenzial im Kapitalismus auch erkannt wird. So. Und was bedeutet denn... Ja, was bedeutet das genau? Ne, also... Die Frage ist, wie können wir die Welt erkennen überhaupt und dieses Potenzial erkennen und was hängt daran? So, und das knüpft ja irgendwie auch an irgendwie eine andere Frage von vorher, wo ja der Punkt irgendwie auch war, keine Ahnung, ich hab's vergessen, aber so ähnlich. Genau, also wie können wir die Wirklichkeit erkennen und wie können wir erkennen, was zu tun ist und woran hängt das überhaupt? Im Kapitalismus überhaupt dieses Potenzial zu sehen und wenn man dieses Potenzial nicht sieht, was bedeutet das dann? So. Und welche Fragen irgendwie ergibt das oder welche Schritte könnten gegangen werden, um diese Erkenntnis wieder zu erlangen, um überhaupt handlungsfähig zu werden? Mhm. Also ich habe jetzt nicht, weißt du, so, keine Ahnung. Ja, finde ich eine gute Frage. Ich würde da jetzt wahrscheinlich, ein bisschen rumrampeln und dann die Frage vielleicht auch nochmal zurückgeben, so, weil sie ein bisschen zu groß für mich ist. Was würden historische Marxisten dann sagen, wie diese Potenziale erkannt werden oder was zur Erkenntnis der Gesellschaft beiträgt? Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass das schwierig ist, weil jetzt die Leute, auf die wir uns dann meistens berufen würden, einfach dieses Scheitern des Marxismus so in der Form nicht verarbeitet haben. Das ist vielleicht dann nochmal die kritische Theorie interessant, für die das dann schon gilt. Aber da er sich ja auch letztlich zurückhält, was jetzt so konkret die Politik des nächsten Schrittes oder so angeht. Also was ich mit diesem Erkennen meinte, habe ich ja auch gesagt, dass es jetzt nicht so darum geht, was jetzt ich als Individuum erkenne, sondern dass Marx zwei Phänomene, Jonathan hat das angesprochen, vorausgesetzt hat, nämlich so zum einen den Sozialismus und zum anderen die Arbeiterbewegung. Und gesagt hat, das sind notwendige Produkte des Kapitalismus, die der Kapitalismus hervorbringt. Und wir müssen irgendwie damit umgehen, dass diese Phänomene heute nicht mehr sichtbar sind und dass damit eben zentrale Grundvoraussetzung
von all dem fehlen oder für all das fehlen, was Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, Trotzki formuliert haben und versucht haben, praktisch zu nutzen. Das wäre so der Punkt dazu. Du hattest die Frage nochmal so zugespitzt, dazu wollte ich eigentlich auch noch was sagen. Was tun? Naja, aber wenn kein Potenzial mehr erkannt wird in dem, was bedeutet das? Ja. Also du hattest schon sowas gesagt, so, dann bleibt uns ja nichts anderes über, als zu sagen, ja, der Kapitalismus muss es irgendwie regeln, unbewusst, ne, in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, es führt auf jeden Fall dazu, dass unser Horizont von Politik halt der Horizont ist von Politik, den wir heute haben. Also einfach nur noch die eine oder die andere Partei zu unterstützen. Und da ist irgendwie die Partei, die macht was gegen Klimawandel, und da ist die Partei, der ist Klimawandel egal, also wähle ich die eine Partei. Und das ist irgendwie unsere Vorstellung von Politik, irgendwie nur noch zwischen dem oszillieren und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, durch irgendwelche radikalen Akte Gemälde mit Tomatensauce zu bewerfen oder sich irgendwo festzukleben. Aber das sind ja alles keine Perspektiven mehr, die wirklich sowas wie eine politische Potenz ausdrücken. Also das ist ja ganz offensichtlich von Verzweiflung genährt. Aber es gibt nicht mehr so die Perspektive von, dass man selber eine politische Potenz darstellen könnte, dass man selber diese Verhältnisse sinnvoll einrichten könnte, sondern nur noch, dass man Druck auf die da oben irgendwie ausüben kann und dass die das dann entweder besser oder schlechter richten. Jemand von euch noch Gedanken dazu? Ne, ich meine, ich hätte gedacht, also wenn ich sagen würde, dass es tatsächlich so einen konkreteren Takeaway von dem Vortrag auch gibt, den man schon irgendwie in gewisser Hinsicht nehmen kann, ist ja so, okay, dass schon das Klimawandel am Ende des Tages eine Auswirkung der Krise namens Kapitalismus ist, die es halt schon seit Jahrhunderten gibt. Oder mindestens seit einem Jahrhundert gibt. So. Und die auch davor schon Krisen ausgelöst hat wie Weltkriege. Und insofern Klimawandel halt ein Teil davon ist. Und wenn man es so betrachtet, quasi nichts komplett Neues ist. Das würde natürlich der Teil der Klimabewegung, die irgendwie sich marxistisch nennen, auch sagen, bis zu einem gewissen Grad. Nur die würden halt vielleicht Kapitalismus eben größtenteils anders sehen. Nämlich ohne das Potenzial. Also nicht Kapitalismus im Sinne von der Widerspruch oder die widersprüchliche Bewegung der Weltvergesellschaftung, sondern ja, halt die schlechte Profitmacherei im Gegensatz zur Bedürfnisorientierung. Ja. Ich würde da vielleicht auch nochmal kurz sagen, dass so dieses Gespenst der Apokalypse auch nichts Neues ist, sondern dass auch wenn, was Jan gesagt hat, könnte sein, dass sich dieses Problem letztlich dann doch ganz anders gestalten wird in Zukunft und man vielleicht in der Zukunft dann gar nicht mehr über Klimawandel redet oder so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es irgendeinen anderen Grund gibt, über die Apokalypse zu reden und dass es einen anderen Anlass gibt, aus dem jetzt unbedingt dieses oder jenes Projekt des Sachzwangs verfolgt werden müsste. Also auch vor dem Klimawandel, egal ob das jetzt so der Kalte Krieg war, ob das nukleare Bedrohungen waren, ob das der Antifaschismus war, ich denke, so, das ist halt auch so ein Punkt, an dem das sehr stark einen sehr starken Ausdruck findet. Also mit der Bildung von Volksfronten und der Idee, so sich von unabhängiger sozialistischer Politik zu verabschieden, weil es jetzt eben darum gehe, den Faschismus zu verhindern. Und auch dieses Gespenst wird ja immer wieder neu heraufbeschworen. Das ist jetzt geht es gerade darum, irgendwie die AfD zu verhindern oder so. Und es gibt immer einen Grund, den drohenden Weltuntergang zu verhindern. Eigentlich ist die Politik nichts anderes als eine Aneinanderreihung von drohenden Weltuntergängen, die einen irgendwie dazu zwingen, aus moralischen Gründen, sich jetzt dazu zu verhalten und halt kein schlechter Mensch zu sein oder so. Aber dann immer nur die Krise zu verhindern, anstatt ein Potenzial zu verwirklichen. Und die Krise zu reproduzieren, vor allem auch. Ja, aber das ist ja der Gedanke. Also, so tritt Politik auf. Genau, also immer mit dem Argument des Krisenmanagements, aber letztlich so
war für Marx und Engels der Kapitalismus selber die Krise. Selber der Punkt, an dem die Gesellschaft halt nicht mehr von sich aus auf mehr Freiheit zugesteuert ist, sondern jeder Freiheitsgewinn gleichzeitig auch ein Unterminieren von Freiheit war. Und ja, nicht nur die Revolution in Permanenz, sondern eben auch die Krise in Permanenz. Und dass es auch keine wirkliche Krisenlösung gibt, aber dass es immer Krisenmanagement gibt, aber keine Krisenlösung gibt, ohne halt diesen qualitativen Schritt zu tun. Diktatur des Proletariats. Du hast einmal dieses Adorno-Zitat genannt, Sozialismus wäre die Abschaffung des Todes. Was heißt das in dem Zusammenhang? Also so, wenn so Kapitalismus sich dadurch am Leben erhält, dass es diese permanente Krise ist und dass selbst Nuklearkriege oder irgendwie das Schmelzen der Polarkappen keinen Untergang der Menschheit bedeuten würde, sondern Kapitalismus wahrscheinlich Wege finden würde, es zu managen. Also mit zwar wahrscheinlich irgendwie hohen Kosten, aber es würde es managen. Ist dann, also so, wo ist der Tod, den der Sozialismus abschaffen würde? Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Also da redet Adorno drüber in diesem Gespräch mit Bloch zur Utopie. Und ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz genau vor Ohren, muss ich sagen. Aber zum einen ist es natürlich denkbar als sowas Technisches, Wissenschaftliches. Aber Adorno sagt auch explizit, dass das nicht ist, wo er so primär drauf hinaus möchte. Aber da steckt natürlich auch sowas wie eine Wertschätzung von Leben drin. Während Menschen heute halt, wenn du heute Menschen das sagen würdest, so wie du das zur Natur gesagt hast und wie Trotz gesagt, wir haben keinen Grund anzunehmen, dass der Geschmack der Menschen schlecht sein würde, würden dir die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, naja, der Tod ist was Gutes. Und dass das vielleicht auch irgendwie Symptom irgendwie einer gewissen Geringschätzung von Leben ist. Und das aber vielleicht halt auch, wenn sich menschliche Existenz und menschliches Leben selber als im Hier und Jetzt sinnvoll anfühlen würde, vielleicht auch der Tod einen anderen Charakter annehmen würde und nicht als diese große Katastrophe gesehen werden müsste, weil Leben eben größer wäre als einfach nur ich als Individuum. Einfach nur mal so eine Frage in den Raum. Sehen Menschen das, den Tod als was Gutes? Also heutzutage mehr als früher, weiß ich nicht. Also das frage ich mich gerade so. Ist das so? Ich würde schon sagen, dass viele Menschen, also die meisten Menschen, mit denen ich rede, sagen, sie wollen nicht besonders alt werden. Aber also, utopischen Kapitalisten versuchen auch gerade, den ewigen jungen Grund zu erfinden. Wir arbeiten an der Art. Also so Gesundheitsartikel sind doch immer überall super groß, auch so in Zeitungen, wie kann ich mich jung halten, so Fitness, lalala, alle wollen doch irgendwie dann doch länger leben. Also, ja, gleichzeitig sehe ich in der Linken auch die Tendenzen zu sagen, also fast wäre es besser für die Welt, wenn die Menschheit aussteht. Ja, wenn Menschheit ausstirbt, ja. Aber nicht ich. Genau, also es gibt einen Unterschied zwischen so Menschheit und ich als Mensch. Also, dass die Menschheit aussterben soll oder ich, aber ich weiß. Also so, keine Ahnung, ich frage mich jetzt einfach wirklich so, ob dieser Gedanke so stark ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, der war früher stark, wo man so viel an Religion geglaubt hat, natürlich, an die Erlösung irgendwie nach dem Tod und jetzt irgendwie. Ich würde auch mal, das ist kardinal eher. Also was eher halt den Eindruck verbreitet, ist eben, also entweder der Gedanke oder halt der Gedanke, dass man halt keine Kinder haben will, zum Beispiel wegen Klimawandel. Ja, das stimmt. Aber das ist auch marginal. Eher, glaube ich, halt auch eine so ganz kleine Gruppe von Linksliberalen, ja, oder so. Habe ich auch das Gefühl, würde ich jetzt so sagen. Ja, also ich würde sagen, es gibt beide Momente, auf jeden Fall. Ja, spannend ist, dass trotzdem diese Positionen produziert werden in unserer Gesellschaft, oder? Ja, voll. Aber also anscheinend gibt es den Anlass, gibt Gesellschaft den Anlass dazu, diese Position einzunehmen. Ich meine, der Punkt, den ich natürlich auch ein Stück weit machen wollte, ist, dass diese Idee einfach auch so eine sehr große ist. Also, dass es irgendwie um das Leben an sich geht und um irgendwie, ja, also was irgendwie Utopie bedeutete. Gleichzeitig würde ich da auch, so, wie Jan vorhin Eva von Redeker eingeführt hat,
die hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Revolution fürs Leben. Da geht es genau darum, dass die Bewegungen politisch toll sind, die fürs Leben einstehen. Und das ist ihr Punkt, so ungefähr. Ja. Also auch das wird dann irgendwie so, also ich habe das Gefühl so, dieser Punkt von Adorno, der ist fast, auch in unserer Gegenwart erscheint der irgendwie schon gar nicht mehr radikal, weil das auch selbst irgendwie das so als so Gegenthese zu so damaligen Linken oder so schon heute mit integriert wird irgendwie. Und es findet irgendwie auch seinen Ausdruck in so gegenwärtiger kritischer Theorie, wie deformiert auch immer, aber so selbst da, glaube ich, fehlt uns noch so der Zugriff zu dem, was Adorno da eigentlich so richtig mit sagen konnte. Mhm. In gewisser Art und Weise, was das bedeuten konnte. Auf jeden Fall ist, glaube ich, ein Punkt, dass selbst unsere Utopien heute teilweise einen traurigen Charakter haben. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch, da wurde mir gesagt, es sei eine Utopie, sich vorzustellen, dass die Menschheit klimaneutral produziert. Also die Welt, in der wir leben, aber dafür klimaneutral. Und das sei eine Utopie. Ich weiß nicht, dann würde ich mich auf jeden Fall nicht für diese Fragen von Freiheit und Utopie und Sozialismus interessieren, wenn das wirklich so der Horizont wäre. Keine Ahnung. Du wolltest was sagen, oder? Ja, es war aber irgendwie auf das Thema vorher gekommen. Ich wollte auch was dazu machen. Ja? Also machen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich die Brücke schlage. Also ich meine, ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, weil du das ja irgendwie auch gesagt hast, dass natürlich diese Katastrophe und diese dystopischen Vorstellungen irgendwie auch schon vorher existierten, dass natürlich irgendwie so diese malthusianische Perspektive, dass die Bevölkerung zu groß wird für unseren Planeten, also weil der Planet irgendwie nur so und so viele Menschen ernähren kann, und aber die Menschheit entwickelt sich zu schnell und so weiter. Das ist ja genau die Gegenposition zu Marx im 19. Jahrhundert. Mhm. Also insofern tauchte natürlich diese Idee, dass irgendwie die Grenzen des Planeten für die Menschheit irgendwie zu eng geworden sind, schon da auf. Und Marx hat das eben gedeutet als, das ist nicht Ausdruck absoluter Grenzen, sondern, wie du so schön gesagt hast, irgendwie so der qualitativen Grenzen des Kapitalismus, der Selbstbegrenzung und der Widersprüchlichkeit, die er vorbringt, sind eben zu viele Menschen für den Kapitalismus aus verwerteten Gesichtspunkten geworden. Mhm. So, viele Menschen sind überflüssig. Und das drückt sich in dieser dystopischen Tendenz aus. Keine Ahnung, keine so richtige Frage. Nur dass halt irgendwie, glaube ich, bei dieser Frage halt natürlich, sagen wir mal, dieser historische Rückblick irgendwie schon auch immer interessant ist, dass eben genau derart, also das war der Punkt, den du gesagt hattest, ja, diese dystopischen Vorstellungen gab es irgendwie schon lange oder gibt es schon lange, genau. Also, und was auch interessant daran natürlich ist, ist, dass Malthus auch so diese mathematische Formel hat. Diese korrekte wissenschaftliche mathematische Formel, wo er irgendwie zeigt, so entwickelt sich das Bevölkerungswachstum und so entwickelt sich irgendwie das Wachstum von Lebensgrundnahrungsmitteln, sodass es irgendwie nicht passt und dann immer periodisch sehr viele Menschen sterben müssen. Wo Marx sagt, es ist längst nicht mehr die Frage, irgendwie, was gibt die Natur von sich aus her, sondern die Frage ist schon so, was produzieren Menschen, was gewinnen Menschen der Natur ab? Und das sind gesellschaftliche Fragen, das sind keine Fragen, wo man einfach mit einer Tabelle herkommen kann und das dann so präsentieren kann. Das ist natürlich auch eine Parallele zu Malthus. Mhm. Ist noch von denen, die noch gar nichts gesagt haben, vielleicht auch noch was? Aber Marius hatte auch noch was. Ja, also ich habe gerade überlegt, ob es interessant überhaupt ist, das noch zu sagen. Aber jetzt dachte ich, vielleicht hat es doch irgendwie einen guten Grund. Also dieser Punkt von wegen, keine Kinder zu bekommen. Ob es marginal ist oder nicht, sei es mal dahingestellt. Aber es gibt halt so einen philosophischen Ausdruck, moralphilosophischen Ausdruck, Antinatalismus. Und es gibt auch so einen Typen, der da ein Buch drüber geschrieben hat. Und der argumentiert eher so konsequenzialistisch. Also der sagt, es wird mehr Leid, also durch die Geburt wird mehr Leid für das Individuum produziert als Glücksversprechen. So, und deswegen ist es besser, an sich, moralisch ist es verwerflich, Leben in die Welt zu setzen. Und ich dachte nur, die Connection vielleicht jetzt so zu dem Vortrag oder zur Utopie, ist es halt, dass es
eigentlich ein Ausdruck, ein philosophischer Ausdruck dessen ist, dass es halt keine Utopie gibt. So. Also dass oder der Horizont irgendwie einfach derart gering ist, irgendwie, ja, sowas wie The Pursuit of Happiness irgendwie, einfach nicht mehr da ist, dass man halt zurückfällt dahin und zu sagen, ja dann ist Leben an sich irgendwie nicht mehr wünschenswert. Also ich, ne? Ich würde sagen, das lässt sich auch ganz gut verbinden mit der Frage, die Jonathan schon gestellt hatte, zu einem früheren Zeitpunkt, also inwiefern diesem Antikapitalismus nicht was Rationales innewohnt. Und ich würde sagen, auch dem wohnt offensichtlich was Rationales inne, weil Leben für die allermeisten Menschen auf diesem Planeten wirklich einfach Leid und Zerstörung bedeutet und eben nicht Utopie. Aber da wäre dann halt auch der Punkt, dass das eben kein Naturgesetz ist, sondern dass man das verändern müsste und dass das auch nur geht durch lebende Menschen. Ich kurz dazu, also ich meine, lustiger auch da, also ich muss jetzt gerade denken, weil du hast ja die Parallele zu Malthus gezogen, also im Sinne von, okay, da ist ein Thema, was in Bezug auf Malthus, also auch in Zeiten von Marx und von Marx selber auch schon diskutiert wurde, und irgendwie das muss, also bei dem Beispiel muss ich natürlich jetzt auch da denken, wie auch eben schon vor, sag ich mal, 150 Jahren zu Marxens Zeiten eben die Art und Weise, wie so utilitaristisch die Welt begriffen wird, ja auch schon als so ein gewisser geistiger Ausdruck also des Kapitalismus, sofern man ihn naturalisiert, eben da ist. Also Marx hatte dieses Zitat, wo er sagt, Kapitalismus herrscht Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham. Also Bentham ist der erste utilitaristische Philosoph. Und ja, im Prinzip wäre das halt, wenn man so will, während die vielleicht halt noch optimistisch so waren, halt schon so der negative Ausdruck davon. Aber ja, es ist jetzt kein neuer Weiterbau, nur so die Parallele. Muss ich an Adorno denken, der diesen Punkt macht, so dass man erschreckend feststellt, dass man gar keine neuen Punkte mehr macht, sondern dass man heutzutage als Marxist oder als Theoretiker allgemein eigentlich nur Sachen sagt, die zu früheren Zeitpunkten schon mal besser formuliert worden sind. Vielleicht lässt sich das auch auf die Klimakrise ein Stück weit übertragen. Man könnte sagen, vielleicht ist es nicht wirklich ein qualitativ neues Problem, sondern es ist ein altes Problem in einem neuen Gewand. Obwohl es jetzt vielleicht schon nochmal eine neue Stufe der Verfaulung der Potenziale ist. Ich weiß nicht, ob das richtig, ob es eine Frage ist und auch nicht, ob das jetzt eine wirkliche Anmerkung ist, die jetzt irgendwie neu ist, aber ich musste gerade nochmal darüber nachdenken, inwiefern so dieser Begriff irgendwie so der Ausbeutung der Natur so groß ist und halt es gar nicht irgendwie so darum geht, oder ich so manchmal den Eindruck habe, es geht nicht mehr darum, oh wow, die Natur gibt uns das irgendwie und wir können das irgendwie bestmöglich so da rausholen und für uns nutzen, sondern so vor allem auch so auf individueller Ebene halt diesen Ansatz gibt, möglichst wenig irgendwie von der Natur zu nehmen und dass der Mensch so generell als so ausbeutendes Wesen irgendwie angesehen wird. Und ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber das ist ja schon irgendwie was gleichzeitig groß geworden ist mit dieser ganzen Bewegung gegen die Zerstörung des Planeten, irgendwie so 70er Jahre oder so vielleicht, keine Ahnung. Oder gab es diese Gedanken auch schon vorher? Ich meine, sowas wie Vegetarismus und so generell irgendwie, ist ja auch irgendwie so eher ein neueres Phänomen. Hat das irgendwie, steht das damit irgendwie im Zusammenhang? Keine Ahnung. Ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall Zulauf bekommt mit dem, also in den 70er, 80ern und mit dem Scheitern der neuen Linken, beziehungsweise auch einem Turn in der neuen Linken, eher von einem Optimismus hin zu einem, naja, gewissen Pessimismus. Und ich würde auch sagen, dass sich die Konnotation des Begriffs Ausbeutung auch verändert hat, von mehr sowas wie Nutzung zu sowas rein Negativem. Aber gab es auch mal einen positiven Begriff von Ausbeutung? Auf jeden Fall einen deutlich neutraleren, würde ich sagen. Okay. Also du würdest sagen, Marx verwendet den Begriff eher neutral. Oder? Ich würde sagen, dass er auf jeden Fall einen anderen Charakter hat, als einfach nur so destruktiv, so wie das heute irgendwie gedacht wird.
es noch von euch irgendwelche? Ja, keine Ahnung, also ich bin so ein bisschen hier so neu. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht so viel Kontext auf dem Buch oder so. Aber ja, sowieso hakt so ein bisschen so mit dieser Frage, okay, also wenn es jetzt doch ein Fakt ist sozusagen, mit diesen, wenn wir über 1,5 Grad kommen, dann passiert das und das, irgendwelche Punkte, bla bla bla, so. Ist nicht diese Frage mit irgendwie Ausbeutung von Ressourcen oder natürlichen Ressourcen und so schon auch eine wichtige, also ich bin gerade so ein bisschen durcheinander, aber auch mit dieser Frage mit der Tabelle, was du eben meintest, so kann man das nicht machen, mit so und so vielen Menschen brauchen so und so viel Nahrungsmittel oder so pro Tag, ist doch so, also würde ich sagen, geht, muss man ja schon auch irgendwie so rechnen eigentlich und so. Eben müsste man ja auch daran ausgerichtet quasi eine Form des Wirtschaftens finden, die das gewährleistet, aber die hat ja trotzdem auch was mit Ressourcen zu tun irgendwie. Also mir kommt sozusagen wie dieses Ding mit so, ja, das ist zu tabellenmäßig oder auch meinetwegen jetzt die Wissenschaft ist, weiß man am Ende nicht oder so, aber es gibt ja auch keine andere Wissenschaft so richtig, die das jetzt widerlegen würde oder so. Macht mich stutzig. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich überhaupt einen guten Begriff von der Wissenschaft selber haben. Also, wenn ich mit Leuten geredet habe, die da so ein bisschen tiefer drin stecken, habe ich das Gefühl, dass da einfach auch wesentlich mehr Unklarheit ist an ganz vielen Stellen, als es so einem vermittelt wird vielleicht. Aber Natürlich gibt es irgendwie so auch Entwicklungen und es gibt Statistiken, die irgendwie hilfreich sind, um bestimmte Entscheidungen zu treffen oder so. Ich glaube nur, dass die nichts Ursächliches sind und dass gerade diese Verhältnisse von Produktion, von Destruktion, von Ausstoß von bestimmten Stoffen und wie schädlich das ist, dass das halt alles was ist, was eben nicht einfach nur ein natürlicher Ablauf ist, sondern was mit dem Verhalten von Gesellschaft gegenüber diesen Prozessen zusammenhängt. Und das auch zum Beispiel, also ich habe über Geoengineering geredet, also dass es da durchaus auch technische Lösungen gibt, die schon ziemlich weit in Entwicklung sind und die an einem Punkt, würde ich sagen, wo es, wo Kapitalinteressen zum Beispiel gefährdet werden, einfach auch nochmal eine andere Relevanz erlangen. Also sowas zum Beispiel wie bestimmte Chemikalien auszustoßen in die Atmosphäre, um Sonneneinstrahlung zu reflektieren und die Erde abzukühlen und dadurch das Klima, ja, zu verändern. Also solche Dinge zum Beispiel. Und ich glaube, dass es da, oder auch die Möglichkeit eben CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszufiltern. Und dann wird, glaube ich, in der Linken häufig so gesagt, so abfällig, dass es halt nur so technische Pflaster wären für das Problem. Aber ich glaube, dass das Potenzial von solchen Lösungen halt auch nicht zu unterschätzen ist, wenn sich diese Fragen wirklich konkret stellen würden. Und dass dementsprechend dann halt auch die Antworten, dass dann tatsächlich auch die Fragen andere wären. Also nicht nur die Antworten, sondern auch die Fragen, weil es dann auf einmal doch gar nicht mehr darauf ankommt, wie viel CO2 wird in welchem Zeitraum ausgestoßen, sondern zum Beispiel auch, was machen wir grundsätzlich, um das Gleichgewicht in der Atmosphäre so herzustellen, wie es uns irgendwie dienlich ist? Und uns sind dann jetzt nicht unbedingt wir, sondern ja, andere. Und dann würdest du es zu der Frage jetzt auch mit den Kipppunkten und so sagen, okay, vielleicht gibt es in gewisser Art und Weise Kipppunkte, die das Klima irgendwie verändern, aber es gibt, kann auch Lösungen geben, selbst wenn das eintritt, damit dann irgendwie umzugehen. Irgendwie. Ja. Stimmst du dazu, weil vielleicht... Ja, vielleicht, also ich meine, die Frage ist natürlich immer so, was sind die gesellschaftlichen Konsequenzen, ne? Und also ich meine, selbst wenn manche Weltregionen bewohnbar werden, dann bedeutet das ja nicht das Ende menschlichen Lebens, sondern halt ein unglaubliches Leiden, so was es im Kapitalismus halt jetzt auch schon gibt. Mhm. Also ich meine, viele Menschen hatten halt einfach irgendwie nie eine Zukunft auf dieser Erde. Und das wird sicherlich im Kapitalismus so weitergehen. Aber
und vielleicht sogar noch schlimmer werden in manchen Teilen und vielleicht in manchen Teilen wieder besser werden und so, aber es ist halt kein neuer Zustand, sondern das, wie es im Kapitalismus halt eigentlich immer ist. Ja. Und die Frage wäre halt, wie man daran was ändern kann. Und solange diese Frage aufgeschoben wird, weil halt dieser Alarmismus irgendwie sagt, diese Frage darf man sich jetzt nicht mehr stellen, ist das halt ein Problem, um eine wirkliche Lösung ins Auge zu fassen. Also ist jetzt vielleicht mein aktivistisches Speech oder so, weiß ich nicht. Ja, deshalb habe ich so unterschieden zwischen irgendwie so kapitalistisches Management und kapitalistische Lösung. Also nicht, dass irgendwie so Leid verhindert wird, so wie es vielleicht verhindert werden könnte, aber dass man, das glaube ich, der Gedanke, dass es vielleicht nicht den Untergang der Menschheit irgendwie bedeutet und den Untergang der Welt, für politische Fragen einfach der fruchtbarere Gedanke ist. Du hast dich, glaube ich, als erstes gemerkt. Ich wollte nur mal fragen, also weil wir jetzt schon öfter gesagt haben, dass sozusagen das Problem des Klimawandels irgendwie eigentlich kein neues Problem in dem Sinne adressiert, dass es ja schon immer irgendwie Apokalypsen und Drohungen gab, vor denen Menschen Angst hatten. Aber ich frage mich, ob es nicht tatsächlich irgendwie schon so ein neues Moment darin gibt, dass Leute eben nicht mehr, also dass es nicht nur eine Bedrohung ist, sondern dass Leute auch tatsächlich nicht mehr diesen Fortschrittsglauben haben, also dass sie eigentlich denken, die Welt wird tatsächlich immer schlechter, wenn wir nicht jetzt eingreifen, im Vergleich zu früher, wo es vielleicht hieß, so lassen wir es mal alles so weiterlaufen, weil es wird sowieso schon besser, Hauptsache nicht eingreifen oder so, vielleicht also so ein bisschen, vielleicht ein bisschen plakativ gegenübergestellt, aber ich habe schon das Gefühl, dass heutzutage es sehr vielen Menschen bewusst ist, dass irgendwie etwas schief läuft und auch in Zukunft immer schlechter wird, sozusagen. Also so dieser Regressgedanke oder so. Und meine Frage dann, ob es nicht darin auch irgendwie ein Potenzial gibt vielleicht? Oder ob ihr das auch so seht, dass es irgendwie was qualitativ anderes ist heutzutage? Ja. Ich würde sagen, dass es diesen Charakter, wie gesagt, doch schon auch vorher gab. Also dass auch angesichts irgendwie Szenarien von nuklearen Katastrophen, von Kriegen oder vom Faschismus und wahrscheinlich könnte man, wenn man geschichtskundiger wäre als ich, jetzt auch noch deutlich mehr Beispiele aufzählen, dass auch da das immer präsentiert wurde als, das ist der bevorstehende Untergang und da muss es jetzt die direkte Aktion gegen geben. Also Adorno beschäftigt sich damit zum Beispiel auch in Bezug auf die Studentenbewegung der späten 60er. Und zu dem zweiten Teil der Frage würde ich sagen, dass Sozialismus immer ein Projekt des Fortschritts und des Optimismus war. Und dass aus dieser Not und dieser Erpressung und der drohenden Apokalypse, die im 19. Jahrhundert auch schon ihre Berechtigung hatte, alleine halt nichts Produktives gewonnen wird, sondern dass gerade dieser Horizont, dass darin halt auch eine Chance liegen könnte, das Zentrale wäre, dass es wieder zu gewinnen gelten würde. Ilario? Ja, man muss ja auch irgendwie vielleicht wirklich, um auch ein Hot Take oder ein bisschen was Provokanteres zu sagen, man muss ja wirklich sagen, dass du hast, glaube ich, schon ein bisschen angekommen, also der Alarmismus ja auch also wirklich dazu führt, dass man junge Leute davon abhält, in der Zeit, wo sie jung sind, irgendwie, keine Ahnung, sich weiterzubilden und zu versuchen, irgendwie langfristig in Projekten irgendwie nachzugehen oder diese aufzubauen. Dazu führt, in den Alarmismus zu kommen, schlechtes Gewissen zu haben, zu denken, dass sie jetzt schnell was machen müssen. Dann kleinbürgerlich-demokratischen Projekten und irgendwelchen Parteien sich unterordnen. Mit 30 dann ausgebrannt sind. Und dann irgendwie aufs Dorf ziehen und irgendwie sagen, ja, nee, doch nicht. So. Also, es ist ja wirklich, es ist schon, glaube ich, einfach auch gute Gründe gibt, sodass es wirklich langfristig sehr, sehr, sehr kontraproduktiv ist. Also selbst wenn man sogar mitgeht und sagt, Klimakrise muss unbedingt gelöst werden, selbst aus der Perspektive könnte man auch sagen, dass es vielleicht schlecht ist. Also, das ist vielleicht ein trashy Einwurf, aber ich muss an Lenin denken, der 1917 nach der Februarrevolution erstmal Hegel liest. Das ist dann erstmal so seine Praxis. Also genau dieser Punkt irgendwie,
ja, diese ständige Erpressung hält einen so vom Denken ab. Und ich würde auch sagen, dass es allgemein ist, wie Medien heute auf uns einprasseln. Ich hatte das Gefühl, zu Corona-Zeiten hat sich das so krass auch ausgedrückt. Bei Zeit Online, da gab es immer so einen News-Ticker und da gab es so einen roten Punkt, der die ganze Zeit so geblinkt hat und die ganze Zeit vermittelt hat, so, es passiert die ganze Zeit was und es passiert die ganze Zeit was Schlechtes und die ganze Zeit wird man mit diesen Zahlen konfrontiert, die auch übrigens die ganze Zeit Wissenschaft ausgedrückt haben. Und dann 2 Monate später haben die gleichen Zahlen auf einmal ein ganz anderes politisches Szenario bedeutet und auf einmal waren dann Dinge okay, die vorher undenkbar gewesen wären. Aber die ganze Zeit wurde auch dieser Druck gemacht von, das ist jetzt irgendwie Wissenschaft und das ist jetzt gerade irgendwie die politische Situation. Und wie du sagtest, so, das ist nicht besonders denkfreundlich, aber hält einen auch davon ab, politisch zu denken. Also wirklich ein politisches Projekt zu verfolgen und ein Projekt von, wir müssen den Status quo grundlegend verändern. So. Ich meine, also offensichtlich denke ich, dass wir grundlegend was verändern müssen und irgendwie ja, Kapitalismus überwinden und so weiter und so fort. Aber trotzdem merke ich so, dass ich mir auch denke, okay, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, Klimakrise kann irgendwie gemanagt werden und so Jonathan sagt, okay, das bedeutet dann nicht, dass so die Menschheit vielleicht ausstirbt, aber einfach das große Leid produziert wird, dann habe ich schon auch in mir so den Teil, der sagt, okay, aber irgendwie will ich das auch nicht und irgendwie sehe ich gerade keine Alternative, die wirklich, ja, lebendig ist und ja, irgendwie, dann muss vermittelt werden, dass sie tot ist, dann kann sie auch nicht stehen und so, bla bla bla, aber irgendwie funktioniert es auch nicht so richtig und dann frage ich mich halt schon in manchen Bereichen, okay, ist es dann nicht auch gut, dass es so ein bisschen gemanagt wird und dass es solche Leute geben, die sich dafür dann ausbrennen, wenn ich das jetzt nicht sein muss, damit dann halt irgendwie erst später dieses ganze Leid kommt. Also, keine Ahnung, aber irgendwie ist es auch frustrierend. Also, ich weiß nicht, ob... Ich würde sagen, dass es gemanagt wird, ist auf jeden Fall besser, als wenn es nicht gemanagt wird. Ja. Das meinte ich ja so, dass wenn es den Kapitalismus nicht mehr gäbe, wäre das nichts Gutes. Solange es nicht Sozialismus gäbe. Wenn es einfach nur wäre, die bestehende Zivilisation bricht zusammen, dann bricht einfach nur die bestehende Zivilisation zusammen. Und das ist, glaube ich, die aktuell einzige Alternative, die es zum Kapitalismus gäbe, weil es eben nicht die sozialistische Kraft gibt in der Gesellschaft. Ja, aber ich meine jetzt auch so managen im Sinne von, okay, junge Leute bilden sich jetzt irgendwie nicht politisch, sondern machen jetzt dann halt irgendwie so Aktionismus, wenn es jetzt nicht irgendwie ist, wegen Bäume anzusprühen oder sowas dann. Aber so, halt immer irgendwie was, oder vielleicht auch doch, weil die dann irgendwie dazu... Das ist doch Menschen. Ja, schon. Das ist dann halt so der Punkt, erreichen die Leute wirklich das, was sie glauben zu erreichen? Erstens. Und das, was sie erreicht, führt das dann wirklich zu den Effekten, die die Leute sich erhoffen? Oder passiert es vielleicht sogar, dass so ein bestimmter politischer Druck in eine bestimmte Richtung entfacht wird und, weiß ich nicht, vielleicht auch Reformen stattfinden, die eigentlich gar nicht der Sache dienen. Und dass man dann Jahre später irgendwie feststellt, weiß ich nicht, Deutschland hat irgendwie total verkackt, was irgendwie so das Investment in Solarenergie anging und haben dann komplett die falschen Weichen gestellt und extrem viel Gelder sind einfach verschleudert worden und so, ich glaube, es ist so ultra komplex und ich glaube, es gibt einfach keine linke Kraft, für die so richtig klar ist, an welcher Stelle sie gerade Politik beeinflussen kann, wie sie das tut und was wirklich die Folgen dieser Handlung wären. Ansonsten würde ich sagen, ja, safe. Also wenn es keine sozialistische Perspektive gäbe, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll zu gucken, wie schafft man es, dass das Bestehende irgendwie vernünftiger wird. Ich glaube, also ich sehe es halt nicht so richtig, wo ich mich einbringen könnte, damit das passiert. Vielleicht würde ich es machen, wenn ich es sehen würde. Ja, voll. Ich will nur sagen, also so die Linken, die sich heute irgendwie als radikale so Aktivisten gegen den Klimawandel oder sowas verstehen, sind ja die, die irgendwie dann schon irgendwie so Politik beeinflussen. Ich glaube, die Grünen sind ein gutes Beispiel, die so als dieser radikalste Ausdruck der Linken, die irgendwie die Frage des Klimas adressiert, in den 80ern irgendwie beginnen und heute so Politik machen. Zwar nicht in der Art und Weise, wie sie sich in den 80ern vorgestellt haben, aber gleichzeitig ist sozusagen, dass sie heute Politik machen, damals, also ist nur möglich, weil es irgendwie damals diese Radikalität, die Bedingung der Möglichkeit für das Heutige war oder so. Und dass insofern das, was sich irgendwie so radikal geriert als so, irgendwie so, wir wollen jetzt doch die Welt verändern, weil so kann es nicht mehr weitergehen, letztlich halt immer wieder zu dem wird, was managt und sich gerade deswegen in der Gegenwart scheinbar nur Politik beeinflussen kann,
weil es letztlich doch auf nichts anderes hinausgeht als auf Managen. Mhm. Ich finde das Bild-Manifest interessant, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist, wo die Bild so, ich glaube, 50 Thesen oder so zu Deutschland formuliert. Und das ist offensichtlich unter anderem gerichtet gegen Migration aus muslimischen Ländern. Und es wird so der Punkt gemacht für irgendwie striktere Abschiebungen und wir haben hier irgendwie unsere gute Wertegemeinschaft, aber das funktioniert nur, weil wir die halt nach außen auch abgrenzen und nicht jeder Teil dessen ist. Und dann steht da auch so drin, Menschen, die sich irgendwie nicht an unsere Werte halten, die gehören nicht hierhin. Also so diese Form von Politik. Und das aber komplett aufgehübscht mit so allen Schlagworten, die Linke in den letzten Jahrzehnten produziert hat. Also zum Beispiel steht dann da, bei uns in Deutschland wird Schweinefleisch gegessen, das ist okay. Aber es gibt auch Vegetarier und Veganer und auch das ist okay. Und Leute, die das nicht akzeptieren, so, die gehören halt nicht nach Deutschland. Oder bei uns, weiß ich nicht, gibt es Männer und Frauen und Transsexuelle und wer das nicht akzeptiert, der gehört nicht nach Deutschland. Also, und es geht einfach super gut Hand in Hand, würde ich sagen, was man so vielleicht so eine sozial-imperialistische Abschottungspolitik nennen könnte, mit halt den ganzen Schlagworten, die die Linke halt produziert und die dann in der realen politischen Arena nicht mehr sind als halt Schlagwörter und eine bestimmte Form, in der diese Politik halt ausgekleidet und eingekleidet ist. Und ich glaube, das ist immer die Gefahr, dass halt alles das, was Opposition ist und was links ist und was sich als fortschrittlich versteht, integriert wird und dann letztlich doch der Erhaltung des bestehenden Schlechten dient, weshalb der Marxismus davon ausgegangen ist, dass es eine Organisationsform braucht, die unabhängig vom Staat ist und die nicht darauf abzielt, jetzt einfach nur auf das Bestehende die richtige Policy geben zu können, sondern die irgendwie sieht, es ist nötig, was fundamental anderes aufzubauen und das geht nicht, indem die Gesellschaft selber sich des Staates bemächtigt. Ohne das geht es nicht. Ach, ohne das. Ja. Um ihn zu zerschlagen. Und dann einen anderen Staat aufbauen zu können, der dann absterben kann. Das ist der Twist. Noch was?